Moin, moin, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu Follow on Tour, dem Podcast für all diejenigen, die die beste Version von sich selbst werden wollen. Meine lieben Freunde, es ist mal wieder soweit und ich habe einen Gast und ich freue mich sehr, dass sie da ist. Vor allem, als ich gelesen habe, was sie so alles Tolles macht, ja, und ich habe ihr eben schon, bevor es losgeht, habe ich ihr schon gesagt, das kriegen wir nie hin in einer Stunde, nicht ansatzweise, ja. Ich habe nämlich die Anne Schmidt bei mir und ich werde Anne gleich mal ganz kurz vorstellen, aber wie immer ganz kurz ein bisschen Housekeeping, ja, ihr kennt das Spiel. Wenn ihr heute irgendetwas mitnehmen könnt, meine lieben Freunde, und sei es nur der kleinste Gedankenanstoß, ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr ein Like hinterlasst, wenn ihr kommentiert, damit wir in den Austausch kommen können, weil ohne euer Feedback kann ich nicht besser werden und ich will euch den besten Content liefern, den ich euch liefern kann. Von daher gerne kommentieren. Ja. Ich würde mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, ist klar, das Ganze auf sozialen Medien teilt und zu guter Letzt, und das sage ich ja jedes Mal wieder, und ich glaube, Anne, du wirst mir das auch bestätigen können, wenn ihr das Ganze mit einem Freund, Freundin oder Familienmitglied teilt, denn Mund-zu-Mund-Propaganda ist nun mal die beste Werbung, die man kriegen kann. Ja? Von daher freue ich mich darüber am meisten. Natürlich nur, wenn ihr irgendwas daraus ziehen könnt. Aber würde mich wundern, wenn ihr das heute nicht tut, okay? Also, von daher, let's go. Wer ist die Anne? Anne ist die älteste von 6 Geschwistern. Das fand ich schon mal interessant. Ja? Hat mal Germanistik studiert und Sozialpsychologie. Eine Ausbildung im Marketing- und Eventbereich gemacht und ist seit 2009 selbstständig, hat für einige Jahre selbstständig im Marketingbereich gearbeitet und dann 2012 ist sie in den Business-Coaching-Bereich gegangen. 2016 hat sie das Ganze für Unternehmer ausgeweitet und zwar im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, sagen wir mal so. Und hat dann diverseste Weiterbildung, die ich jetzt nicht alle nennen werde, weil das war eine Menge, gemacht und ist dann in 2022, also letztes Jahr, in den Bereich der Vastu, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Vastu-Architektur eingestiegen. Ja, da wird sie auch nochmal erklären, worum es da geht. Und hat jetzt in diesem Jahr sich weitergebildet im Bereich der Epigenetik, ja, und ist auch im Bereich der Quantenheilung unterwegs. Jetzt fragt ihr euch natürlich wahrscheinlich erstmal, what the fuck? Was ist das denn? Ja, und ich sag's mal so, ich finde das höchst interessant. Höchst, höchst, höchst interessant. Weil das catcht mich so doll, weil ich habe hier ein, zwei Bücher liegen und ich habe die auch schon des Öfteren, ich will das mal vorweg einmal zeigen, ich habe die des Öfteren ja auch schon mal angepriesen, gezeigt und immer in die Description reingehauen. Hier ist ein Buch von Dr. Joe Dispenza, Breaking the Habit of Being Yourself. Ja? Ich habe hier noch eins von ihm und ich bin, das Ding nennt sich You Are the Placebo. Ja? Da geht es im Prinzip halt um die Verbindung, und das wirst du deutlich besser erklären können als ich, ja, aber so verstehe ich das, um die Verbindung von Physik, Psychologie, Biologie und wie das alles, man das alles nutzen kann, um halt seine Gene im Prinzip zu verändern über Zeit hinweg, weil das können wir, und dadurch ein, in Anführungsstrichen, neuer Mensch zu werden. Das ist jetzt sehr einfach erklärt, ja. Aber es gibt mittlerweile extrem viele Beweise dafür, dass sowas funktioniert. Es gibt Studien etc. pp. Kannst du gerne darauf eingehen, ich freue mich darauf. Ja, genau, das ist das, was sie macht. So, jetzt darfst du dich einmal selber nochmal vorstellen, Anne, und den Leuten da draußen erklären, wer du denn bist. Ja, vielen Dank. Ich meine, das war ja grandios und sehr ausführlich. Insofern ist die Frage, was passt da jetzt noch rein? Also ja, meine Reise ist noch nicht vorbei. Sie war bisher sehr spannend, was du ja schon gut ausgeführt hast. Und für mich ist die Persönlichkeitsentwicklung eigentlich die Überschrift in meinem ganzen Leben. Also ich habe schon als Kind eine sehr starke Intuition gehabt und habe da schon Dinge gewusst, die ich eigentlich nicht wissen kann. Und das hat mir ziemlich Angst gemacht. Als Kind kannst du damit nicht umgehen. Oder ich konnte damit nicht umgehen und habe mir dann selber Gedanken gemacht. Ich habe auch mit überhaupt keinem darüber gesprochen, weil irgendwie, weiß ich nicht, ich hatte so ein bisschen Angst davor oder dachte, ich wäre nicht normal. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich bleibe in der Angst, ich weiß nicht, da war ich vielleicht 9 oder 10 Jahre alt, ich bleibe in der Angst vor mir selber, vor einem Teil von mir selber, meiner Intuition, oder ich erforsche sie.
Ich erforsche sie und gucke, jetzt kommt dieser Impuls hoch, und ich werde bewusster meiner eigenen Intuition gegenüber. Und das habe ich die Jahre über dann auch mit diversen Ausbildungen noch. Also nein, perfektioniert will ich nicht sagen, weil letztendlich ist es ja ein Weg, der nie aufhört, ja. Aber es kommt immer eine Weiterentwicklung, ein Level drauf, sage ich jetzt mal, ja. Und ja, so hat es mich dann in den Coaching-Bereich gezogen. Also meine erste Coaching-Ausbildung, da stand ich wirklich da und dachte mir, ja, genau, das ist das, was ich schon seit Jahren mache, ohne es Coaching zu nennen. Früher war ja Coaching überhaupt kein Begriff. Der kam ja erst vor gar nicht langer Zeit auf. Und das war so für mich selber diese Erleuchtung. Ah, jetzt weiß ich, was ich mache. Jetzt habe ich einen Namen dafür. Und so bin ich dann weitergegangen in Persönlichkeitsentwicklung, auch Spiritualität. Und ich finde es wahnsinnig toll, dass die Spiritualität jetzt mit der Wissenschaft immer mehr verbunden ist und erklärbar wird. Dass man dann nicht irgendwie sagt, das ist Humbug und in die Esoterik-Ecke schiebt, sondern selbst die größten Skeptiker können jetzt abgeholt werden durch fundierte Erkenntnisse und vor allen Dingen durch die Erklärung, was im Gehirn oder nicht nur im Gehirn, was im Körper abläuft, wenn wir gewisse Sachen denken, fühlen, essen, tun oder nicht tun. Also, und das finde ich halt das Schöne, dass jetzt wirklich jeder dann auch abgeholt wird. Und man nicht irgendwie sagt, oh ja, komm, die spinnt eh, die Anne oder wer auch immer. Ja, was soll ich dir sagen? Das ist eine Einleitung. Also, wenn das nicht Interesse weckt, dann weiß ich auch nicht, ganz ehrlich. Also, bei mir auf jeden Fall, weil ich finde das höchst interessant, dass man das mittlerweile eben alles beweisen und belegen kann und es Studien dazu gibt. Und wie du sagst, der größte Kritiker da eben sogar abgeholt werden kann, der an solche Dinge überhaupt nicht glaubt, in Anführungsstrichen. Ne? Das ist geil. Pass auf, normalerweise fange ich halt von hinten an. Wo kommst du her? Was hast du gemacht? Wie ist dein Weg gewesen und so weiter? Aber Anne, ich habe mir heute gedacht, wir fangen nicht hinten an, sondern wir fangen mal quasi bei vorne an, was du jetzt machst im Prinzip, ja? Dennoch habe ich ein, zwei Fragen vorweg, weil mich das schon interessiert hat, als ich deinen, ich sag mal, Lebenslauf irgendwie auch gelesen habe, wo halt so viel drin stand, dass ich gedacht habe, um Himmels Willen, wo fängst du denn da an? Das ist ja so viel. Deswegen meine erste Frage an dich ist: Wo kommt dieser Drive her? Wo kommt dieser Drive her, immer weiterkommen zu wollen? Ja, ich meine, du hast eben so ein bisschen von deiner Kindheit erklärt, aber das, was du alles gemacht hast, ich habe ja hier gefühlt nur die Hälfte vorgelesen, da kommt ja immer mehr dazu. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch so weitergeht. Deswegen nochmal meine Frage: Wo kommt das her? Wahrscheinlich ist es meine Bestimmung. Also es ist nicht, wo ich morgens aufstehe und mich motivieren muss, sondern es ist in meiner Natur. Ich bin ein neugieriger Mensch und ich liebe Menschen. Meine Berufung ist es tatsächlich, Traum. Menschen in ihre Kraft zu bringen. Also wirklich zu unterstützen, und ich möchte, dass alle Menschen glücklich sind. Und das war schon als Kind so. Und ja, das jetzt zu meinem Beruf zu machen oder gemacht zu haben, das ist natürlich das Schönste, was es gibt. Also das ist so mein innerer Antreiber, ja, mein innerer Motivator sozusagen, ja. Schöne Sache. Weißt du was, du hast gerade einen Satz gesagt, den ich auch immer wieder sage. Ich liebe Menschen. Finde ich mega, finde ich mega. Ich kann das eins zu Sehr eins gut. nachfühlen, weil genau das ist für mich so ein Treiber, alleine, dass ich das hier mache. Dass wir hier gerade zusammensitzen und sprechen, mache ich eigentlich nur, weil ich Menschen liebe. Das ist der Hauptgrund, weil ich das gerne raustragen will und irgendwie anderen Leuten helfen will mit deiner Expertise, die du heute so ein bisschen weitergeben kannst. Ne? Von daher, das find ich toll. Startet super. Pass auf. Du hast mir ja auch geschrieben, dass Führung dir so ein bisschen in die Wiege gelegt worden ist, dadurch, dass du die älteste von sechs Geschwistern bist. Ich würde gerne, bevor wir, wie gesagt, heute anfangen mit Epigenetik etc. pp., würde ich trotzdem schon noch mal ganz gerne dieses ganze Thema Führung so ein bisschen zumindest auseinanderrupfen wollen. Du hast ja im Bereich Marketing dich selbstständig gemacht und bist dann eher in so dieses Unternehmerding reingegangen und so weiter und so fort, weil ich finde das Thema Führung super spannend. Und kannst du da vielleicht mal ein bisschen ausführen, auch wie du da hingekommen bist, was dich daran gereizt hat, in den Bereich reinzugehen? Und ich werde da noch ein, zwei Folgefragen stellen, die ich immer stelle, aber hol mal gerne ein bisschen aus dazu. Ja, in welchem Bereich meinst du jetzt, also, dass ich in welchem Bereich reingekommen bin? Unternehmer oder Führung?
In dem Bereich Führung. Also Führungskräfte ist ja nochmal was anderes als Unternehmer, deswegen. Ja, nee, von mir aus auch gerne beides. Also ich finde beides höchst spannend, aber eigentlich wollte ich mich auf den Bereich Führungskräfte konzentrieren. Führungskräfte. Nichtsdestotrotz, du darfst gerne auch bei Unternehmer anfangen. Also ja, nein, die Führung wurde mir tatsächlich in die Wiege gelegt, weil ich ja, also ich war 2 Jahre Einzelkind und dann kam mein Bruder und dann ging es ja nach und nach Schlag auf Schlag. Und ich habe mich schon immer sehr schnell verantwortlich gefühlt. Also für meine Geschwister und habe sie, ja, wir haben dann in den Sommerferien haben wir Meetings gemacht, ja, und dann haben wir besprochen, wie wir jetzt, wer auf was Lust hat, ob wir Buden bauen, ob wir Fahrrad fahren, ob wir an den Bach gehen und da im Matsch rumspielen oder was auch immer. Und das war dann quasi, ich bin damit aufgewachsen, mit diesem Gefühl, jemand anderem zu sagen, was er zu tun hat. Das war jetzt als Kind natürlich eine sehr, sehr kindliche Herangehensweise und auch sehr unbedacht, was ich aber heute in der Art nicht mehr so machen würde. Das hat sich dann natürlich auch verändert mit meinen Ausbildungen und Reflexionen und so weiter. Aber ich finde, die Führung ist, dass er eines der ehrlichsten Sachen, die man machen kann, weil du direktes Feedback bekommst. Oder direktes Feedback, das heißt jetzt nicht in Form von deine Mitarbeiter sagen dir, du bist scheiße, sondern die Ergebnisse des Mitarbeiters. Was gibt es für Ergebnisse? Und wenn der Mitarbeiter nicht performt, hat das auch, aber nicht nur was mit dem Mitarbeiter zu tun, sondern auch mit dir selber als Führungskraft. Das heißt, was musst du deinem Mitarbeiter geben, damit er oder sie, ist ja wurscht, das dir gibt, was du von ihm haben möchtest? Und da musst du sehr, sehr viel bei dir selber schauen und gucken. Also das Führungskräfte-Coaching, es gibt ja Equi-Coaching, ja, dieses, also das mache ich nicht, aber also da habe ich keine Ausbildung drin. Aber weil Pferde geben ja sehr schnell Feedback und reagieren sehr schnell. Das heißt, du kannst als Führungskraft, wenn du auf dem Pferd sitzt und ich hole es jetzt kurz aus, aber dann Bitte. hoffe ich, schließt sich der Kreis, ja, Nee, was ich sagen will eigentlich damit. hol so weit aus, wie du magst, ehrlich, weil ich glaube, das wird spannend. Erzähl mal. Wenn du auf dem Pferd sitzt, bekommst du direkt Feedback. Wenn du wissen oder wenn du dem Pferd eine Anweisung gibst, jetzt rechts oder links rum und das Pferd reagiert nicht, warum reagiert es nicht? Und da musst du dann reinschauen, okay, wie führst du denn, dass dein Pferd oder ich will jetzt keinen Mitarbeiter mit Pferd vergleichen, aber quasi, dass dein Gegenüber wirklich reagiert und dann auch noch nicht nur Dienst nach Vorschrift macht, sondern sogar motiviert ist und es zu seiner eigenen Aufgabe macht und sagt, boah, jetzt mache ich das und das, da erfülle ich mich jetzt und liefere quasi das Ergebnis ab. Und da kommt es sehr, sehr stark auf die Führungskraft an, den Mitarbeitern so. Und das Wichtigste ist, worüber viele Führungskräfte stolpern, das eigene Ego. Weil die Führungskraft selber möchte natürlich, also ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, ja, ich sage, es gibt Stolpersteine und ich plakatiere jetzt einfach oder ich überspitze, damit es klar wird, was ich sagen möchte. Wenn die Führungskraft möchte sich oft profilieren, ja, und ich war das, ich habe das gemacht und ich kann alles, ich weiß alles. So, und dann fühlt sich automatisch der Mitarbeiter sehr klein und traut sich selber nicht viel zu. Wenn aber die Führungskraft alles daran setzt, die Mitarbeiter größer erscheinen zu lassen als er selbst, und das ist eine Herausforderung, weil wir von Natur aus unser Ego beweihräuchern wollen oder sehr gut dastehen lassen wollen, ja. Aber wenn wir es schaffen, dieses Ego ein bisschen zurückzustellen und unsere Mitarbeiter größer werden zu lassen, in ihre Größe kommen zu lassen, ihnen Aufgaben zu geben, zum Beispiel, an denen sie wachsen können, dann wird es Auswirkungen auf das ganze Team haben und dann kann das Team Ergebnisse liefern, die man sich vorher gar nicht hätte vorstellen können.
Ja, ich kann, das erinnert mich an ganz, ganz viel aus meinem eigenen Leben und es erinnert mich vor allem auch an zwei Bücher. Da wollte ich dich mal fragen, hast du die vielleicht, ob du die vielleicht gelesen hast. Kennst du Jocko Willink? Sagt dir der Name was? Nein, okay, gut. Ist halt, also das ist ein ehemaliger US Navy SEAL, der ist extrem bekannt in den USA, hat jetzt mittlerweile seine eigenen Beratungsfirmen auch aufgebaut, weil der eben das, was er aus dem Krieg mitgenommen hat. Und da geht es halt um Leben und Tod. Und er war da Führungsperson für eine der Navy SEAL Teams und war halt im Irak vor allem mit dabei, war auch vorher schon dabei, aber war vor allem auch im Irak mit dabei und hat da ex also wirklich krasse Dinge mitgemacht. Naja, er hat das adaptiert und das in Bücher gepackt. So, um das, und eins davon nennt sich Extreme Ownership. Das ist so sein erstes Ding. Und dann ist er weitergegangen. Im Sinne von, was gibt es da noch für Leadership oder überhaupt für Strategien, wie du mit deinen Leuten umgehen kannst und hat das eben aus Extremsituationen herausgezogen, ja, kondensiert so gesehen und dann eben für Unternehmen zugeschnitten. Das ist mega. Ich kann die beiden Bücher werde ich auch hier unten in die Description reintun. Zieht euch die auf jeden Fall rein, liegen hier auch neben mir, sind wirklich Gold wert. Das wollte ich aber nicht sagen, das hat mich einfach nur daran erinnert, deswegen wollte ich mal fragen, ob du das auch gelesen hast. Was sind denn also, was ich dich mal so generell fragen wollen würde, was bedeutet denn Führung für dich? Also, welchen Stellenwert hat das im Bereich, also sowohl einmal Unternehmertum, aber ich kenne auch für mich persönlich die Führung meines eigenen Lebens, die Führung meines eigenen Ichs, ja? Und vielleicht kannst du da auf die beiden Punkte mal ein bisschen eingehen, was das für dich bedeutet, beides. Ja, also Führung ist gerade im Unternehmertum extrem wichtig, weil, wie du es schon angedeutet hast, die Führung fängt bei dir selber an. Wenn du dich selbst nicht führen kannst, kannst du auch deine Mitarbeiter nicht führen. Insofern, es fängt immer bei dir selber an. Das heißt, und mit Führung meine ich, Orientierung geben, dir selbst einen Rahmen geben. Und natürlich kommt es darauf an, okay, wie breit ist der Rahmen oder wie schmal. Wenn du den Mitarbeitern einen sehr breiten Rahmen gibst, dann verliert er sich vielleicht da drin. Wenn der Rahmen zu eng ist, ja, dann kann er sich nicht bewegen, dann ist keine Kreation, keine Vision möglich. Also insofern, das gilt es als Führungskraft auszutarieren. Wie breit darf der Rahmen sein? Aber nochmal, es fängt bei mir selber an. Wie führe ich mich? Und da, ja, da scheitern viele, sag ich mal, weil sie immer eher beim Außen gucken. Ja, der Mitarbeiter funktioniert nicht so, wie ich das haben will. Der andere ist schuld. Ist ja auch immer leichter zu sagen, als jetzt bei sich selber zu schauen. Dabei kann man schauen, okay, wie führe ich mich selber? Das heißt, wenn ich mir jetzt was vornehme, To-Do-Liste zum Beispiel, ja, ich muss drei, vier, fünf Sachen heute machen. Und bei drei von vier Sachen sage ich, ach komm, das kann ich auch morgen noch machen. Wie ernst nimmst du dich? Wie ernst nimmst du deine eigenen Prioritäten? Und das hat für mich was mit Selbstführung zu tun. Einmal die To-Dos, ja, als ganz einfaches Beispiel. Dann aber auch, wie gehe ich mit mir selber um? Das ist ja auch Führung, ja. Also, wie sehr achte ich auf meine eigenen Bedürfnisse? Arbeite ich, keine Ahnung, 20 Stunden am Tag und komme dann vielleicht noch 3 Stunden zum Schlafen, weil den Rest muss ich mit Essen verbringen oder so? Und ja, scheißegal, alles für die Firma. Ja, das ist der falsche Ansatz, weil wenn ich als Unternehmer auf dem Teppich krieche, wie soll denn das Unternehmen dann wachsen und erfolgreich werden? Das heißt, es hat nichts mit Egoismus zu tun, bei mir selber anzufangen, sondern das hat damit was zu tun, weit sich zu entwickeln und zu schauen, was braucht das Unternehmen und wer ist die Quelle vom Unternehmen. Ich habe letztens einen Post gemacht, dass das Unternehmen immer ein Spiegel von dem Unternehmer ist. Das heißt, wenn du wissen willst, wo du selber stehst als Unternehmer, schau in dein Unternehmen. Performt es? Erreicht es die Ziele oder nicht? Und auch, wo stehen deine Mitarbeiter? Und wenn du sagst, okay, das passt für mich, super. Wenn du sagst, ah nee, dann schau bei dir selber, okay, warum? Ja, was ist das für ein Spiegel? Was will mir das sagen? Und das finde ich, es wird noch viel, viel, viel zu wenig gemacht. Ja, aber das ist der Ansatz und das bedeutet Führung für mich, ja. Ja, genial. Genial. Ich bin total bei dir. Total bei dir. Also es gibt ein,
Es gibt einen, auch das nenne ich immer mal wieder gerne, es gibt einen amerikanischen Football-Coach, der in den 70ern gelebt hat. Der hat es geschafft, innerhalb einer sehr, sehr kurzen Zeit, ich glaube, 6 Mal die NFL zu gewinnen. Gilt als einer der erfolgreichsten NFL-Coaches überhaupt. Und der sagt immer, leading by example, oder hat gesagt, leading by example is not one way to lead, it's the only way to lead. Und das spiegelt im Prinzip eins zu eins genau das wider, was du sagst. Ne? Es beginnt halt immer Genau. bei einem selbst. Und Ja. ich, auch wenn ich selbst noch keine Unternehmen habe, ich werde, ich, also das ist mein Ziel, mein Traum so gesehen. Also ich werde anfangen damit. Es kommt. Wartet noch ein Sehr bisschen. Nein, aber das, ich sehe das eins zu eins genauso. Das spiegelt sich ja auch nicht nur im Bereich Unternehmertum wider. Es geht um alles. Ne? Mit was für Menschen umgibst du dich in deiner Freizeit und wie führst du die dadurch, wie du bist? Ne? Weil die Leute sehen das, was du machst. Wir gucken immer, was tun andere, wo sind wir in dem ganzen Kosmos und so weiter und so fort. Und es liegt immer an einem selbst. Ne? Und deswegen kann ich auch sehr gut nachvollziehen, was du da sagst. Weil ich eben auch persönlich, ich hole mal ganz kurz auch von mir ein bisschen aus, schon wirklich extreme Beispiele fürs Positive und fürs Negative in meinem Berufsleben gesehen habe in den letzten 10 Jahren. Ne? Also ich hatte Chefs, die waren eine absolute Vollkatastrophe, ich sag's, wie es ist. Ich hatte aber auch wirklich mit ein, zwei hatte ich richtig Glück, ne? Wo ich genau das gesehen habe, dieses die sind als Führungspersonen, die haben sich selber gut geführt und sind richtig gut vorangegangen und haben das hingekriegt, dieses Ausbalancieren von Micromanaging und Makromanaging und wann hilf ich und wie subtil muss das sein, um dich dahin zu führen, wo ich dich haben will, damit du dich entwickelst und wir uns als Firma entwickeln und so weiter und so fort. Ne? Aber genialer Ansatz. Was mich dabei nochmal interessiert, ist, gibt es, nein, anders. Ist man als Führungskraft oder Führungsperson oder Leader, sagen wir mal so, ist man dazu geboren oder ist das was, wo du glaubst, das kann man sich definitiv antrainieren? Also ich würde mal sagen, es gibt schon von Natur aus Leader, die einfach dazu geboren sind. Ich würde aber nicht per se sagen, dass man dazu geboren sein muss, sondern es gibt Möglichkeiten, dass du zum Leader wirst. Und da der Weg führt, wie ich gerade schon gesagt habe, über dich selbst. Also Selbsterkenntnis ist extrem wichtig. Und auch den Willen, mich selber besser kennenzulernen und auch aus dem Ego herauszugehen. Also mit Ego, das Ego ist nicht schlecht. Ich finde das immer, es wird so als schlecht dargestellt, ja. Man muss nur wissen, okay, was sind die Aufgaben des Egos und wo sind die Grenzen, dass ich sage, okay, jetzt lasse ich das Ego mal beiseite und kümmere mich um mein Bauchgefühl oder was auch immer, ja. Also insofern, würde ich sagen, dass man, es gibt Menschen, die haben auch gar kein Interesse daran. Wenn du aber das Interesse daran hast, ja, dann ist es auch so. Also dann beschäftigst du dich ja damit und dann go for it. Also ich würde jetzt dir nicht sagen, nee, du bist kein Leader, nur weil du irgendwie bisher noch keine Erfahrung darin gemacht hast oder weil du nicht als Leader geboren bist oder noch keine Erfolge erzielt hast, was auch immer. Jeder kann theoretisch zum Leader werden, wenn er das Interesse daran hat, wenn er will. Okay, verstanden. Kannst du da mal ein paar, so doof das klingt, vielleicht irgendwie die wichtigsten, hast du, ich weiß nicht, ob das überhaupt jetzt geht in der Kürze der Zeit, in Anführungsstrichen, aber hast du da Tipps und Tricks, für Leute, die halt sich in so eine Position reinwachsen wollen oder auch für jüngere Leute, die das irgendwann zwangsläufig vielleicht auch mal werden müssen, weil ne, irgendwie muss es ja weitergehen, es muss neue Lieder geben, wie auch immer. Hast du da so zwei, drei wichtige Tipps, auf die man nutzen kann? Also das Erste würde ich sagen, sei lieb zu dir selbst. Also wir sind unsere schlimmsten Kritiker. Und wenn du wirklich Schwächen dir selbst gegenüber zugibst und deinem Team gegenüber zugeben kannst, bist du wahnsinnig authentisch und das erweckt Sympathie beim Gegenüber. Geil, Wenn du ja. sagst, oh, ich muss jetzt das und das machen und ich muss jetzt performen und ich muss ganz toll sein, dann erzeugst du eine künstliche Energie, die das Gegenüber als sehr irritierend empfindet. Insofern würde ich als erstes sagen, sei
Ja, lieb zu dir selbst. Also Okay. sei wirklich, wie soll ich sagen, liebevoll, dass du einfach auch Fehler machen darfst Ja. und diese Fehler zugeben darfst, Ja. auch deinem Team gegenüber, erstmal dir selber und deinem Team. Keiner ist als totaler Profi, Experte geboren. Wir alle haben Erfahrungen gemacht, die einen angenehmer, die anderen unangenehmer, wie auch immer. Aber letztendlich geht es ja darum, was machen wir aus diesen Erfahrungen und was machen, wie gehen wir mit Fehlern um? Und das ist am Anfang sehr wichtig, dass man wirklich schaut, wo stehe ich gerade? Okay, ich bin am Anfang. Da, jeder hat angefangen. Ich darf Fehler machen und ich schaue, ich hole das Beste aus mir raus, keine Frage. Aber und dann geht auch der Druck raus. Dann hast du nicht mehr so diesen Druck. Ich muss alles perfekt machen, weil das ist dann auch oft in dem Kopf drin. Ich bin trotzdem etwas wert, auch wenn ich Fehler mache. Ich erlebe das so oft, dass man selber sich, wie gesagt, so klein macht, aber auch denkt, man ist nichts wert, wenn man nichts leistet. Oder jetzt hier der Chakra-Guru, wie auch immer ist. Nein, man möchte einfach, also Mitarbeiter wünschen sich einen authentischen ja, Führer, eine authentische Führungskraft, ja, Wort ist ja sehr, die auch Fehler zugeben kann, weil dann dürfen die Mitarbeiter auch Fehler machen und dann ist überall der Druck raus. Hat ja auch Dann was ist von eine Menschlichkeit, ne? Hat ja auch was ja, von wie Menschlichkeit, gesagt, genau. Authentizität und du bist, genau, du bist menschlich und nahbar. Und das erschafft eine gewisse Art von Entspannung, Gelassenheit und ja, man darf sich entwickeln und daraus entstehen dann Dinge, Kreationen, neue Ideen und so, anstatt dass man irgendwie diese verkrampfte Atmosphäre hat. Genau das. Hast du noch einen weiteren? Also erstmal überhaupt, liebe Leute, ihr dürft einmal ganz kurz 2 Minuten zurückspulen für alle, die irgendwie im Begriff sind, in so eine Position reinzukommen oder reinwachsen wollen. Das ist also ist genial. Und ich auch da wieder kann ich nur aus meinem eigenen Leben sagen, diejenigen, wo ich sage, das waren gute Chefs in Anführungsstrichen, die haben genau das gemacht. Die anderen, die ich als nicht so positiv empfunden habe, die haben sich hingestellt wie ein Roboter und haben die Peitsche geschwungen. So. Also nur um mal so die Extreme aufzuzeigen. Von daher finde ich richtig cool. Hast du noch einen zweiten wichtigen, den man so vielleicht sich mitnehmen kann? Weil ich glaube, alleine das, was du gerade gesagt hast, ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Thema für alle. Also für die meisten, die irgendwie anfangen, andere Menschen zu führen. Ne? Wir sind so hart mit uns selbst immer. Ich kenne das von mir selbst. Also von daher, der ist Gold wert. Aber vielleicht hast du noch einen zweiten goldenen Nugget. Goldene Nugget. Ja, das, was ich gerade gesagt habe mit Selbstführung. Also fang bei dir selber Okay. an und schau, was ich für mich immer sehr, sehr wichtig erachte, ist, wie tankst du auf? Wie kannst du dafür sorgen, dass es dir gut geht, dir selber gut geht und dir selber darüber klar werden, okay, was brauche ich, damit es mir gut geht? Weil wenn es mir gut geht, kann ich meinem Team entsprechend dienen. Kann ich meinem Team dienen, genau, und kann ihm Ressourcen geben. Ressourcen in Form von Kraft und all das, was es braucht, damit es selber wachsen kann. Ja? Also insofern, fang bei dir selber an und schau, was brauche ich, damit es mir gut geht. Was mir da in den Kopf kommt, ist als allererstes zum Beispiel eine Morgenroutine. Ja? Wie stehst du auf? Bist du 5 Minuten, also wie oft drückst du auf die Schlummertaste, ja? Und stehst du 5 Minuten, bevor du aus dem Haus musst, auf? Oder stellst du den Wecker vielleicht mal eine halbe Stunde, Stunde früher und nimmst dir bewusst Zeit, also die morgendliche Zeit ist sehr, sehr wertvoll, wenn du sie für dich selber nutzt. Und du kannst es ja mal ausprobieren. Du gehst viel, viel achtsamer und gelassener und mehr in deiner Mitte in den Tag, als wenn du jetzt schnell, schnell, schnell so lange wie möglich noch schläfst. Ja, und dann, es hat was mit Disziplin zu tun. Und Klar. Selbstführung ist ja auch Disziplin. Also Klar. wie, wenn ich mir was vornehme und es dann durchziehe, das ist Disziplin. Und Lieben das ist Leute. natürlich dann auch förderlich
fürs Unternehmen. Ja. Ja, mega, mega. Ihr lieben Leute, ich hoffe, ihr seht die Parallelen zu dem, was ganz häufig auf meinem Podcast irgendwie vorkommt. Ja, ihr dürft euch gerne auch die anderen Episoden mal reinziehen zu der Morgenroutine. Da habe ich nämlich 3 Stück mal von gemacht, was ich so persönlich mache. Da habe ich genau das übrigens wiedergefunden, was du gerade gesagt hast. Sehr, sehr spannend. Schön. Ja, weil ich sag's immer wieder, der Morgen prägt deinen Tag, ja. Und wenn du den Morgen gut beginnst, dann ist im Regelfall auch der Tag ein relativ guter. Genau. Gut ist sehr platt ausgedrückt jetzt hier, aber du weißt, was ich meine. Und wenn du das jeden Tag so machst und einen Tag auf den anderen stapelst, dann wird die Woche ganz geil, ja. Und wenn du das mit mehreren Wochen machst, wird der Monat ganz cool und dann und so weiter und so fort. Ne? Also es ist halt so ein Ripple-Effekt, bei mir im Leben zumindest. Und das beginnt mit solchen Ja, aber mit man Kleinigkeiten, kann ne? es ja, Entschuldigung, man kann es ja einfach mal ausprobieren. Stell Klar. dir morgen den Wecker eine Stunde früher und meditiere, lese ein Buch, mache Sport, was auch immer, nur für dich. Und dann einen Tag später stellst du dir den Wecker, keine Ahnung, 5 Minuten, bevor du raus musst. Und Ja. dann vergleich den Tag. Ja. Also vergleich, Ja. wie ist Tag 1 gelaufen, wie ist Tag 2 gelaufen. Und dann weißt du den Unterschied. Und dann hast du eine Referenz. Und dann weißt du immer, okay, da hast du eine Motivation, eine Stunde früher aufzustehen, weil du ganz genau weißt, ich schenke mir jetzt einen tollen Tag. Ja. Genial, genial. Ihr Lieben, lasst das mal ganz kurz für eine halbe Minute sacken. Ja, wir machen eine kleine Pause und sind gleich wieder da. Genial. Bis gleich. Meine lieben Freunde, wir sind wieder da. So, Anne, wir haben jetzt gerade gehört oder gesehen, wie einfach es ist, sich selbst Geschichten zu erzählen, ja, die man meistens ja dann auch glaubt, weil man sie sich nämlich selbst erzählt. Vielleicht ist der Hinweis oder der Tipp dieser Episode oder des Tages, ihr Lieben, glaubt euch nicht und erzählt euch nicht so viele eigene Stories und glaubt sie vielleicht auch nicht so häufig, wenn ihr das macht, keine Ahnung. Aber ich habe mir das witzigerweise hier wirklich notiert. Finde ich spannend, den Ansatz, den du gerade genannt hast, das einfach mal zu akzeptieren, das vielleicht rauszulassen. Was auch immer das ist, ob es jetzt Trauer, Wut oder welches Gefühl auch immer ist. Und dann, ja, damit dann zu arbeiten und es vielleicht irgendwie in eine Richtung zu drücken, wenn man es mal akzeptiert hat oder in eine andere Richtung zu bringen. Sehr cool. Kannst du, ach so, ja, ich wollte dich noch, bevor wir in das nächste Thema reingehen, Epigenetik und so weiter und so fort, wollte ich dich nochmal auf eine andere Sache challengen. Was heißt challengen? Aber. Ich wollte wissen, wie du darüber denkst und wie du damit umgehst. Ich habe häufig oder ich habe das Gefühl, dass es mittlerweile, ich weiß nicht, ob das ein Trend ist oder woran das liegt, aber es gibt gefühlt 1 Milliarde Coaches für 1 Milliarde verschiedener Dinge. Und ich frage mich immer, jetzt kein Scheiß, ne? Wem kann man denn eigentlich wirklich noch, ich sagen, vertrauen? Aber wo weiß ich, dass ich irgendwie was Solides kriege und dass da was Solides dahinter steckt? Weil ich bin persönlich, das ist jetzt wieder nur aus meiner Sicht, ja, kein Fan davon, mir Tipps in irgendeine Richtung von Leuten geben zu lassen, die das nicht gelebt haben oder leben, was sie dort preachen, so ungefähr. Ja, also wenn ich jetzt, ich nenne mal ein, zwei Beispiele. Wenn mir jemand mit 30 Kilo Übergewicht erzählen will, wie man gesund lebt, ja, und wie man am besten Sport macht, wie man sich gesund ernährt, ich weiß nicht, dann lache ich dich aus, sorry. So, ne? Ganz einfach. Oder wenn mir ein Arzt erklärt, der auch, sagen, weiß ich nicht, den ich in seiner Pause draußen 3 Ziesen rauchen sehe, in seiner 5-Minuten-Pause, und der dann reinkommt und mir was über Gesundheit erzählen will, da würde ich ihn auch angucken und fragen, sag mal, ne, tickst du noch richtig? So, das ist jetzt sehr hart ausgedrückt, aber so ist es. Und ich habe das Gefühl, dass es viele Coaches da draußen gibt, und ich einfach nicht weiß, persönlich, und ich kann mir vorstellen, es gibt viele andere Leute, die sehen das genauso, wem vertraut man? Wie macht man das? Hast du da einen Tipp? Also, weil dir würde ich das sofort 1:1, alles, was du sagst, abkommen, weil man merkt, also erstens hast du, ich musste mir nur hier deinen Lebenslauf angucken. Weiß ich, da ist einiges dahinter, ja. Man merkt, du hast das Selbstvertrauen und auch die Art und Weise, wie du das rüberbringst, plus die Skills sind auch da. So, das merkt man sehr, sehr schnell bei jemandem. Aber ich glaube, es gibt halt viele, ich will nicht sagen, Scharlatane da draußen. Was mich zurück zu meiner Frage führt.
Wie kann ich da die Unterscheidung machen oder das herausfiltern, wer wirklich brauchbar ist und wer nicht brauchbar ist? Ja, also erstmal, ich finde, es ist ein Fluch und Segen, dass es so viele Coaches gibt, ja. Auf der einen Seite, ich kann ja nicht alles alleine machen, ja. Insofern finde ich es super, dass es noch andere gibt. Ja. Und Coaching ist eine sehr, sehr persönliche Sache. Also du brauchst eine Verbindung zu deinem Gegenüber, also von beiden Seiten, Coach zu Coachee und umgekehrt. Und wenn die nicht da ist, dann kann der Coachee sich nicht öffnen und dann ist natürlich auch keine Transformation möglich. Insofern würde ich den menschlichen Aspekt, wie vertrauenswürdig ist er, wie kann ich mit dem Menschen umgehen, der kann noch so viele Referenzen haben oder Ausbildungen und was auch immer. Wenn du sagst, irgendwie fühlt er sich unsympathisch an, ja, dann wird es nicht funktionieren. Auf der anderen Seite ist es wichtig, natürlich, dass du siehst, okay, was ist seine eigene Vita, was ist seine Geschichte, was hat er schon erlebt oder was hat er für Referenzen, was hat er für Ausbildungen. Also da kannst du schauen, dass ich jetzt nicht irgendwie gerade so ein, ich sag mal, Wald- und Wiesencoach bin und mir gestern überlegt habe, ach, ich könnte ja mal Coaching machen, weil ich jetzt Langeweile habe oder so. Das funktioniert dann natürlich nicht. Und insofern würde ich den menschlichen Aspekt auf jeden Fall sehr, sehr für sehr wichtig erachten, plus Referenzen und Vita. Also was hat er schon oder sie gemacht und auch für Ausbildungen. Mittlerweile gibt es ja auch sehr gute zertifizierte Ausbildungen, die da sind. Und ich denke, dass es auch irgendwann reguliert wird, den Begriff Coach benutzen zu dürfen, weil der Markt wird gerade überschwemmt. Und natürlich gibt es da Leute, die dann auch irgendwie sich davon eine Scheibe abschneiden wollen, ja. Ja, finde ich wichtig, dass du das sagst, und ich hoffe, dass das so ist. Also ich hoffe, oder dass das so sein wird, dass dieser Begriff Coach, dass du den nur erlangen kannst, wenn du da eine wirklich ordentliche Ausbildung genossen hast, weil Ja. ich sag mal so, sich hinstellen und irgendwelche Sachen erzählen, das können wir alle tagtäglich, ne? So, aber es muss halt um Dinge gehen, die ja, wo man wirklich auch Skills und Wissen irgendwie hat und wo man auch aus meiner Sicht, persönlichen Sicht, Erfahrung auch drin hat, ne? Also Als so. Coach muss man sich, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber als Coach muss man sich bewusst sein, was ich bei dem Klienten, nee, Patienten, ich würde bei dem Kunden, bei dem Klienten, was für eine Verantwortung ich trage, weil er oder sie öffnet sich ja. Und damit umgehen zu können, ja, ich habe letztens mit einem Coach gesprochen, der gesagt hat, ich kann überhaupt nicht damit umgehen, wenn mein Klient weint. Also, und ich meine, das ist eine Gefühlsregung. Da habe ich dann mal gesagt, okay, wie geht es dir denn, wenn du weinst? Ja, das geht ja gar nicht. So, also insofern, das ist wieder ein Spiegel von einem selber, wo ich dann sage, okay, dann schau jetzt erstmal bei dir, bevor du Leute coachst, ja. Also insofern, es ist natürlich auch eine eigene Entwicklung oder eine eigene Persönlichkeitsentwicklung, die notwendig ist, um überhaupt die Verantwortung für das Thema zu tragen, beziehungsweise ist auch jetzt ein heikles Thema, weil der Coach trägt natürlich nicht die Verantwortung, der Klient trägt die Verantwortung schon selber, aber der Coach muss den Raum halten können, den der Klient in dem Moment braucht. Und wenn er weinen muss in dem Moment, ja, oder wenn es einfach dran ist, dann ist es an dem Coach, diesen Raum zu halten und ihm diesen Raum zu geben und sagen, es ist vollkommen okay, mach das, weil dann gehst du durch diese Transformation oder was auch immer, durch diesen Prozess halt durch. Okay, Und das verstehe. kann nicht jeder Coach, ja. Okay. Ja, weil, also ich fand es spannend. Ich wollte es halt von jemandem einfach mal wissen, wo ich das Gefühl habe. Und ich glaube, dass ich relativ gut und schnell ein Gefühl von Menschen kriege. Manchmal irre ich mich auch, aber bei dir habe ich das Gefühl, dass da wirklich eben auch was hintersteckt. Deswegen wollte ich das von dir einfach mal wissen. Weil, wie du schon richtig sagst, die sprießen wie Pilze aus dem Boden. Ja, überall ist ein Coach für alles Mögliche. Und dadurch, dass es eben nicht reguliert ist, finde ich das extrem. Also, ja, es ist eine Gratwanderung auf jeden Fall, ne? Irgendwie. Das ist wie mit, ich Ja. kenne es aus meinem eigenen Berufsfeld, das ist wie mit Maklern.
Ja, weil ich habe mal meine zweite Ausbildung habe ich bei einem Makler gemacht. Und auch da gibt es viele schwarze Schafe. Und das hat in Ja. Anführungsstrichen ruiniert ein bisschen dieses Bild, obwohl das eigentlich, wenn man das ordentlich und richtig macht und den Kunden im Sinn hat und weiß, was man da tut, eigentlich ein sehr wertvolles Ding ist. So, genauso wie irgendwelche Heinis, die im Moment im Kryptobereich sich bewegen und sagen, ich bin jetzt Finanzberater. Weißt du, so, da denke ich mir so, Ja. hä, was willst du mir eigentlich Ja. erzählen? Ne? Ja. Und du kannst das eben auf alles adaptieren. Völlig, völlig Latte, was für ein Coach du bist. Aber ja, ich hoffe halt, dass es da Regulierung gibt. Ich wollte es mal von dir hören. So, Umschwung. Kannst du mal ein bisschen ausholen? Auch wieder, wie du in den Bereich reingekommen bist, der Epigenetik und auch so dieser Quantenheilung. Weil das ist ja nochmal wieder ein wirklicher Sprung von. Oder beziehungsweise vielleicht erklär einfach mal ein bisschen, weil ich sag mal, Unternehmer zu coachen, ja, und Führungskräfte zu coachen im Hinblick auf deren Struggles und so weiter, ist, ich will nicht sagen, was ganz anderes, aber die meisten kennen ja nicht mal die Begriffe Quantenheilung oder Epigenetik. Was soll denn das sein? Wie kommt man da hin? Ja, das Leben hat mich dahingespült, ich kann es auch nicht sagen. Also Okay. es ist wieder so verrückt, ein Kunde von mir, der war bei seiner Heilpraktikerin und hat mir, dann kam zu mir und hat gesagt, boah, super, die hat meine Gene untersucht und war total begeistert. Und mir hat immer so ein, ich hatte immer das Gefühl, ich habe so einen Missing Link. Also ich Aha. kann Soft Skills coachen und NLP, Hypnose und so weiter, diese ganzen, und systemisch finde ich super. Aber irgendwie habe ich gemerkt, okay, das ist jetzt noch nicht rund für mich jetzt. Ich bin manchmal an meine Grenzen gekommen und dachte mir, ich möchte meinem Kunden noch mehr helfen. Wo ist da der Missing Link? Ja. Und als mein Kunde dann von dieser Heilpraktikerin kam und das mit der Genetik erzählt hat, war ich erstmal total begeistert. Er hat mir dann noch ein Buch empfohlen. Und dann habe ich eine Werbung im Internet gesehen für Epigenetik-Coach-Ausbildung. Und das hat mich dann natürlich sofort angesprochen und ich habe mich damit beschäftigt und habe gesagt, ja, bom, das ist es. Also das ist der Missing Link, weil Epigenetik ist eine relativ junge Wissenschaft und beschäftigt sich damit, was können wir tun aktiv, um unsere Gene maximal gesund zu halten und nicht nur das, sondern um die Art und Weise zu beeinflussen, wie unsere Gene abgelesen werden. Weil Genetik kennt jeder, man hat vielleicht in den Genen Krankheit XY oder wie auch immer. Bestes Beispiel ist Angelina Jolie, die hat sich ihre Brüste abnehmen lassen, weil sie ein Brustkrebsgen in ihren Genen hat. So vorsorglich. Jetzt kann man aber, und da setzt die Epigenetik an, was führt dazu, dass dieses Brustkrebsgen ausgelesen wird und der Krebs ausbricht? Und was führt dazu, dass das Gen nicht ausgelesen wird und dass der Krebs nicht ausbricht? Das kann man steuern. Und man ist natürlich immer noch dabei, Jesus. das weiter zu forschen. Ja, man ist jetzt nicht fertig, aber man hat schon echt wahnsinnig viele Erkenntnisse, wie man das unterstützen kann. Und das ist die Epigenetik. Und das war mein Missing Link, weil man kann, also die Epigenetik ist auch, was der allergrößte Faktor ist für die Gene, also was den größten Einfluss hat auf die Gene. Das wird jetzt auch nichts Neues sein, ist Stress. Aber Stress ist ja nicht gleich Stress. Es gibt ja positiven, negativen Stress und zu viel, zu wenig, wie auch immer. Und da kann man in der Epigenetik die verschiedenen Stresslevel, geht man da an, um diese zu nivellieren, um den negativen Effekt auf die Gene zu reduzieren. Oh, puh, jetzt erstmal kurz durchatmen. Sehr gute Definition, Anne. Ich würde jetzt mal irgendwie in verschiedene Bücher reinlesen müssen, ob das eine perfekte Definition war, weiß ich nicht. Und ob ich dir eine 1 plus mit Sternchen geben darf. Aber ja, also gönnt euch mal den Stuff, ihr lieben Leute. Man kann im Prinzip, also
korrigiere mich bitte, wenn ich das jetzt falsch sage, aber ihr könnt mit eurem eigenen Handeln und Denken eure Gene manipulieren, verändern, ja, und das muss man sich mal geben, dass das geht, ja. Ich meine, gut, wenn man mal so ein bisschen darüber nachdenkt, dass wir also dass wir eben aus Gen, aus Atom, also eigentlich bestehen wir aus Energie, so, ne, wenn man es mal ganz weiter zurückbricht und so weiter, da gehen wir bestimmt auch gleich noch drauf ein. Das ist ja das Spannende dabei. Das geht richtig weit zurück, richtig geil. Aber wenn man sich das anguckt, ich meine, wir sind halt irgendwie Zellen, da sind Gene drin und das hat sich über Millionen von Jahren entwickelt, ja, und das logischerweise, wenn ich jetzt an meine eine Million Vorfahren denke, dann hat sich das ja dadurch entwickelt, dass die sich in bestimmter Art und Weise Sachen gemacht haben, ne, in ihrem Leben. So, also anders ist es ja nicht. Ich mache ja heute auch nichts anderes, ne? Also ich tue Dinge tagtäglich und da entwickeln sich eben meine Gene irgendwie, die ich dann mal weitergebe an die nächste Generation und die macht dann was und dann und so weiter und so fort und so entstehen die Ketten. Und jetzt überlegt man sich mal, ich kann damit mein Leben verändern. Wer ich bin und wie auch mal meine Kinder sind und so weiter und so fort. Genau, Das das wollte ich sagen. ist Nicht nur Wahnsinn. dein Leben, sondern auch das deiner Nachfahren kannst du verändern, ja. Mega. Und in gewisser Weise, da kommen wir jetzt in den Quantenheilungsbereich, in gewisser Weise auch das Leben deiner Vorfahren verändern. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, nee, aber find ich mega spannend. Also erstmal danke für die Erläuterung und auch wie du da reingekommen bist. Du merkst ja, dass mich das Thema extrem fasziniert. Du hast jetzt erklärt, wodurch das kam. Aber was fasziniert dich denn daran? Das würde mich mal interessieren. Und wie, und zweite Folgefrage, wie nutzt du das für dein Coaching, vor allem dann bei Unternehmern? Also, was mich daran fasziniert, ist einfach dieser körperliche Gesundheitsaspekt. Ich bin jetzt keine Heilpraktikerin, das kann man noch mal viel, viel wissenschaftlicher angehen. Aber ich mache das mit durch meine Coaching-Brille. Das heißt, ich setze bei dem Stresslevel an, auf der einen Seite Ressourcen geben. Also was führt dazu, dass dass meine Gene so abgelesen werden, wie ich es haben möchte? Und da ist die Ernährung, das hattest du gerade nicht erwähnt, das möchte ich noch ergänzen. Die Ernährung ist auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Das sehr, ja, die abgedroschene Formulierung, du bist, was du isst. Die ist immer noch sehr, sehr richtig, weil woher soll der Körper es nehmen, wenn nicht vom Essen? Wir kriegen ganz eher gut Umwelteinflüsse, Gifte und so weiter. Das haben wir da natürlich auch noch, aber das kann man mit der Ernährung auch sehr gut regulieren. Und genau dann arbeite ich, also die Epigenetik gibt mir die Möglichkeit, wirklich auf verschiedenen Ebenen mit meinem Kunden zu arbeiten. Also was ich vorher schon gemacht habe, war Hypnose. Also Hypnose heißt jetzt nicht so, boom, du bist jetzt hypnotisiert, ja, sondern es gibt die hypnotische Sprache, die dich quasi in einen Zustand versetzt, wo du sehr empfänglich bist für Botschaften. Das nutzen viele bewusst. Also das war, man kann es natürlich auch ja, manipulativer Hinsicht nutzen. Das mache ich jetzt natürlich nicht, sondern ich nutze das eher dann, um dich zu unterstützen, um dir Ressourcen zu geben. Und das machst du in einem hypnotischen Zustand, also in Trance heißt es auch. Und da kann man dein Unterbewusstsein erreichen. Und das Unterbewusstsein ist ja wie so ein Eisberg, ja. Also oben die Spitze vom Eisberg, die aus dem Wasser ragt, ist dein Bewusstsein. Und dein Unterbewusstsein ist quasi alles das, was im Wasser ist, also quasi ja der Großteil. Und du kannst deswegen Affirmationen funktionieren auch nicht wirklich, weil sie ja in deinem Kopf sind, ja. Ich bin toll, ich bin super, ich schaffe das, ja. Sie haben ihre Daseinsberechtigung, aber nur Affirmationen alleine werden nicht funktionieren, weil das Unterbewusstsein immer sagt, ich schaffe das nicht, ich bin nicht gut genug und so weiter. Und dadurch macht es die Affirmation natürlich dann nutzlos. Und deswegen kann ich die Epigenetik auf so vielen verschiedenen Ebenen nutzen und meinen Kunden damit viel effektiver helfen. Und Unternehmer
haben per se wenig Zeit und wollen ein Tool haben und damit alles lösen. Ja, gut, die Epigenetik hat schon mehrere Tools, also so ist jetzt auch nicht, aber es ist trotzdem sehr, sehr effektiv. Geil. Ja, ich kann auch sehen, dass du das durch die Coaching-Brille siehst und nicht durch irgendeine Ja. andere Brille. Ja, ist so, merkt man direkt. Kannst du mal ein bisschen ganz, zumindest nur ganz kurz über den Prozess der Weiterbildung, der eigenen, der einzelnen, Entschuldigung, Weiterbildungen sprechen, also was du da gemacht hast, weil ich hatte mir hier aufgeschrieben, beispielsweise irgendwelche Dinge von Dr. Joe Dispenza, Matt Kahn, Scott Schrank und so weiter und so fort. Waren das Kurse, die du da belegt hast, oder wie hast du dich da weitergebildet? Was hast du ganz genau gemacht und gelernt? Würde mich einfach mal interessieren. Ja, das waren Kurse, die ich da gemacht habe. Und da ging es tatsächlich um Quantenheilung, Chakrenreinigung Ja, by the oder way, lieben, nur Energiezentren. ganz kurz, Entschuldigung, dass ich unterbreche. Das sind Pioniere auf dem Gebiet. Ja, nur dass ihr versteht, über wen ich hier gerade geredet habe und so. Aber gerne weiter. Genau, und ich lerne gerne von den Pionieren, von denen, die wirklich Ahnung haben, ja, weil die anderen sind ja die kopieren dann und dann gehe ich lieber zur Quelle. Genau. Und da geht es dann darum, wirklich deine Energiezentren zu klären. Also Dr. Joe Dispenza nennt es, also Dr. Joe wird er ja genannt, nennt es Energiezentren, aber er meint damit, oder das sind tatsächlich auch die Chakren, der Sitz der Chakren. Da, welche Technik wendest du an? Er hat eine bestimmte Technik entwickelt, um quasi diesen Energiekanal, den er auch wissenschaftlich erklärt, und das finde ich immer so faszinierend, das ist kein Humbug. Das ist wissenschaftlich bewiesen, dass da ein Energiekanal besteht und den kannst du mental durch deine Gedanken reinigen und dadurch hast du wahnsinnige Effekte auf deinen Körper. Dann der Scott, der hat Ecstatic Breathwork-Kurs gemacht und da geht es darum, wie kannst du durch Atmung, durch gezielte, bewusste Atmung, Muster aus deinem Körper rauslösen. Also ohne, dass du jetzt quasi diese, und das finde ich ja immer, je effektiver, desto besser, finde ich, ja, weil ich habe keine Lust, meine alten Traumata von anno dazumal nochmal durchzuleben und nochmal durchzukauen und ja, was hat es mit dir gemacht und so weiter, sondern ich möchte gerne ein Tool haben, was sehr leicht anzuwenden ist und wo ich nicht nochmal durch den ganzen Schmerz durch muss, sondern, wie ich schon erwähnt habe, es sitzt im Körper. Die meisten Gefühle, die wir anno dazumal gefühlt haben, sitzen immer noch im Körper, weil wir sie nicht aufgelöst haben. So, und es gibt Tools und Ecstatic Breathwork gehört dazu, die dazu führen, dass wir diese Traumata. Traumata auflösen aus dem Körper, ohne dass wir nochmal durch den Schmerz gehen. Und da ist, ja, wie gesagt, Ecstatic Breathwork ein Tool dabei. Und gleichzeitig füllen wir unseren Körper mit Sauerstoff. Und Sauerstoff ist ja auch etwas Verjüngendes. Also es strafft unseren Körper. Und also es hat so viele Side-Effects. Und das ist für mich ein geniales Tool. Oder das ist für mich ein Merkmal für ein geniales Tool, was effektiv wirkt. Aber man muss es natürlich anwenden. Und da kommen wir wieder zu der Disziplin und zu der Selbstführung. Bevor du vielleicht mal ein bisschen darauf eingehen kannst, den Zuhörern und Zuschauern zu erklären, wie denn dieses ganze Thema der Physik mit der Psychologie, dann der Biologie und dann eben auf die Veränderung von einem selbst, also wie das alles zusammen, muss auch nicht ganz im Detail sein, weil dann lest euch Bücher auch durch und ge werdet gecoacht von dir, ja, aber dass man das grob mal versteht und dann vielleicht am Ende, dass wir nochmal einen Schwung machen zu, welche Tools und Tricks und Tipps und kann man denn dann dafür sich nutzen, um halt das irgendwie zu durchlaufen. Also einmal geht es ja um das Grundverständnis dieses gesamten Apparates, nenne ich es mal, ja, und dann, was muss ich tun, damit mein Leben besser wird. Ist ganz einfach ausgedrückt, ja. Aber ganz kurz eine andere Frage nochmal vorweg, weil das hat mich gerade getriggert. Das Ding mit den Affirmationen. Du sagtest, die funktionieren nur bis zu einem gewissen Grad und die haben ihre Daseinsberechtigung, aber auch nicht. Ist total verständlich. Kannst du sagen, wann sie ihre Daseinsberechtigung haben? Weil
Ich nutze Selbstaffirmation für mich, ja. Und du hast recht, wenn man sich die Sachen einfach nur aufsagt, ja, und irgendwas im Spiegel redet, dann ist halt Bullshit. Ich habe meine eigene Erfahrung damit, was man machen müsste. Und ich glaube, ich habe das Verb eigentlich schon benutzt, damit man sich das dann auch selber glaubt und sich das dann irgendwann im Unterbewusstsein festigt. Aber ich würde gerne mal deinen Take dazu hören. Wann hat das denn seine Daseinsberechtigung, Affirmationen zu machen, zu nutzen? Also, wie du schon sagst, wenn man jetzt eine Affirmation einfach runterliest, ja, dann bleibt sie hier oben im Verstand, im Kopf. Aber damit sie tatsächlich auch auf fruchtbaren Boden fällt, sag ich mal, muss sie mit einem Gefühl verknüpft werden. Und dieses Gefühl ist, wenn ich jetzt sage, ich bin, nehmen wir mal ein praktisches Beispiel, ich bin wertvoll. Oder ich bin es wert, so. Und wenn ich es aber nicht fühle, dann kann ich mir das noch so oft sagen, es wird nicht funktionieren. Wenn ich mir jetzt aber überlege, okay, ich möchte aber wertvoll mich fühlen, dann ist die Frage, okay, wann in meinem Leben gab es einen Moment, und wenn es nur für 2 Sekunden war, wann gab es einen Moment, in dem ich mich wertvoll gefühlt habe? Das heißt, dann habe ich eine Referenz. Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn auch vielleicht für kurze Zeit. Das ist egal. Aber wenn ich dann dieses Gefühl mit dem Satz, mit der Affirmation verknüpfe, also diese Referenz immer wieder hochhole, wenn ich sage, ich bin wertvoll, dann verknüpfe ich die Affirmation mit einem Gefühl und dann geht es ins Unterbewusstsein und dann pflege ich dieses Gefühl immer mehr. Und ich nenne mal das schöne Beispiel wie ein T-Shirt, was wir quasi in Batikfarbe, also ein weißes T-Shirt, was wir in Batikfarbe tauchen. Ja? Je öfter wir es reintauchen, desto farbiger wird es, egal ob gelb, grün, blau, was auch immer. Das heißt, je öfter du eine Affirmation machst und das Gefühl damit fühlst, desto mehr ist es in dir verankert. Genial. Ja, kann ich nachvollziehen. Das war nicht das, was ich jetzt gedacht hätte oder gemacht oder gesagt hätte. Also so wie es bei mir relativ, ich würde mal sagen, ganz gut funktioniert. Ich finde das aber einen guten Ansatz. Das sollte ich vielleicht auch mal für mich verwenden, dass ich Dinge dann mit einem Gefühl verknüpfe. Habe ich bis dato noch nicht so getan. Bei mir ist es eher, dass ich nutze eine, also ich sage eine Affirmation auf. Und das Backup dafür, und ich persönlich, das ist jetzt meine Erfahrung, ja, und für mich macht es eigentlich auch nur so wirklich Sinn, in den meisten Fällen. Das Backup dafür ist dann die Tat. Also, ich gebe ein Beispiel. Wenn ich sage, ich bin sportlich, ich bin ein Sportler durch und durch, ja, dann wäre das Backup dafür, dass ich tagtäglich Sport mache. Ganz einfach. Ja, aber dann, das ist doch die Referenz. Ja, genau, Dann und da kommt das weiß dein Gefühl. Gehirn, Ja. stimmt, weil ich ja Sport mache. So, das heißt, du sorgst dann selber für die Referenz. Ganz klar. Genau. Nur den Unterschied, den ich gerade nochmal herausstellen wollte, für mich jetzt persönlich ist, dass klar, das eine ist, ich sage das auf und dann verknüpfe ich das mit einem Gefühl. Das klingt so, als müsste man da gar nichts machen, irgendwie, sondern ich denke nur daran, als ich das irgendwie mal getan hatte und wo ich mich wertvoll gefühlt habe, als Beispiel, ja. Aber wenn ich verknüpfe das mit Taten persönlich, also mit Dingen, die ich aktiv gemacht habe, wo ich sage, das habe ich hingekriegt. Deswegen ist das so. Punkt. Also ich hatte, witzigerweise dürft ihr auch mal gerne reinhören, ihr Lieben. Ich hatte die Mandy letztens zu Gast, die ist in einem anderen Bereich unterwegs, ja, und macht gerade ihren Doktor. Aber da haben wir auch über Affirmationen gesprochen. Und sie sagt, diese Dinge, die man sich da selber aufsagt, die müssen zu deiner Identität werden. Ja, und das geht eben halt nur durch Aktion, durch Taten, dass man sich das auch selber glaubt, was man sich da erzählt, ja. Ich gebe jetzt mal, also erzähl gerne mal, was du darüber denkst. Du coachst mich jetzt hier quasi fast schon. Ich sag mir selber auch mittlerweile, obwohl ich das noch nicht mache, ja, dass ich sage, hey, ich bin ein erfolgreicher Unternehmer, weil ich selber mal erfolgreiche Unternehmen hochziehen will. So, jetzt weiß ich natürlich, ich habe noch nichts gemacht. Ne? So, ich habe noch nichts angefangen, nichts, gar nichts. So, aber ich arbeite schon mal damit und mich persönlich, ich habe immer das Gefühl, dass mich das dazu verleitet,
So doof das vielleicht klingen mag, ja, aber das verleitet mich dazu, immer mehr in diese Richtung zu gehen, ja. Zu sagen, also das ist bei mir auch so ein Ding von, naja, Christian, bist du das jetzt oder bist du das nicht? Also gib dir mal einen Arschtritt, mach das mal jetzt, so ungefähr, ne? Und das ist so wie so ein Trigger, der mich immer wieder mehr so in diese Richtung drückt, dass ich das mir auch selber beweisen will, dass ich ein erfolgreicher Unternehmer sein kann. So, jetzt habe ich aber noch nicht dieses Backup der Taten, ja, weil ich es eben noch nicht gemacht habe oder noch nicht da drin bin. Jetzt ist meine Frage an dich: Kann man sich da so ein bisschen reinschummeln in die Person, die man eben sein will? Ich meine, dafür sind ja Affirmationen da. Aber also im gewissen Maße finde ich eben auch da. Aber es muss eigentlich ja immer gebackupt werden. Weißt du, wie ich meine? Also weißt du, wie ich meine? Verstehst du, was ich sagen Ja, will? Ja. aber da komme ich dann auch wieder auf das Gefühl zurück. Das heißt, wenn du sagst, ich bin ein erfolgreicher Unternehmer, was fühlst du denn in dem Moment? Bist du davon selber überzeugt? Das ist eine gute Und Frage. wenn du selber dann sagst, ich bin ein guter, ein erfolgreicher Unternehmer, dann setzt du dir ja auch deinen Fokus. Und da kommen wir dann auch wieder in den Bereich Quantenheilung, ja, wo du deinen Fokus drauf setzt. Da geht es dann hin. Sag einem Kind, bitte fahr mit deinem Fahrrad jetzt nicht an den Bordstein. Was macht es? Es fährt an den Bordstein. Also insofern, genau, das ist schon absolut richtig, so wie du es machst jetzt. Du kannst es noch verstärken. Wie gesagt, ich sage nicht, dass es falsch ist, sondern verstärke es dadurch, wenn du spürst, wie fühlt sich für dich, ist ja auch für jeden anders, wie fühlt sich für dich ein erfolgreicher Unternehmer an? Wie fühlst du dich als erfolgreicher Unternehmer an? Und das kann man sehr gut mit Visualisierung machen, dann auch wieder mit Trancen, mit Hypnose, wo ich dann in mein Zukunfts-Ich gehe und ich hole mir dann meine eigene Referenz aus der Zukunft. Und weiß dann, wie es sich anfühlt, ein erfolgreicher Unternehmer zu sein. Ja, okay, verstanden. Ich musste das nur nochmal wieder hören, weil, wie gesagt, es muss halt, für mich muss es immer, es muss ein Backup geben. Also die Tat muss da sein. Ja. Ansonsten kannst du dir noch so viel erzählen, ja. Bringt halt dann irgendwie auch alles nichts. Also Ja, aber die Tat in dem Fall, wenn du es noch nicht erfahren hast, ist die Tat, es zu visualisieren, damit du die Erfahrung hast. Die absolut. Tat ist ja relativ, ja. Und da wollte ich jetzt weitermachen und ansetzen. Deswegen ist das vielleicht ein ganz cooles Beispiel. Nehmen wir doch einfach mal mich. Ist ja okay. Habe ich ja gar kein Problem mit. Ich bin hier Ja, das wir haben dich Exempel. ja jetzt gerade da so Ja, ich bin hier zufällig, das ne? Exempel dafür. Ist völlig in Ordnung. Ja. Weil genau da kommen wir dann nämlich in diesen Bereich der Quantenheilung oder auch Quantenphysik und wie das dann mit Psychologie. Und jetzt darfst du gerne mal ein bisschen ausholen. Ja, weil, by the way, das, was. Einmal einen Schritt zurück. Diese Dinge, ich mache das nämlich übrigens alles, ne? Also ich stell mir vor, wie ist das? Wie will ich später sein? Wie soll mein Leben aussehen? Ich versuche mich da rein zu versetzen, das zu fühlen. So, jetzt habe ich aber natürlich noch nicht das Backup, weil die Realität, du siehst es ja, sagt mir hier was anderes, okay? So, jetzt versuche ich aber, da eben reinzukommen und will Taten folgen lassen, damit das irgendwann Realität wird und ich mir mehr und mehr glauben kann, dass ich. Bleiben wir gerne bei mir als Person, auch als Beispiel, ein erfolgreicher Unternehmer bin und dieses oder jenes Leben habe und führe. So. Und das muss eben gebridged werden durch Taten. Und jetzt kommst du und erklärst mal das Grundkonzept oder diesen Grund, diesen Kosmos, Apparat, keine Ahnung, wie ich es bezeichnen soll, wie das Ganze so funktioniert und ineinander greift. Weil das ist erstmal, wenn man das so hört, man denkt so, hä, worüber reden die? Das ist so abstrakt und hä? Aber das funktioniert halt alles zusammen, ne? Physik, Psychologie, Biologie und so weiter und so fort. Bitte. Neurowissenschaft, ja, Oh, Neurowissenschaft gehört auch dazu. Und das ist, im Prinzip ist es ganz einfach, weil Gedanken sind messbar. Gedanken haben eine chemische oder erzeugen eine chemische Reaktion im Körper, also ganz klar im Gehirn und dann im Körper. Das heißt, wenn ich denke, also das ganz einfache Beispiel ist der Placebo-Effekt. Ja, wenn ich denke, ich nehme jetzt eine Pille und werde gesund, dann tut der Körper alles dafür,
dass ich gesund werde, weil ich fest davon überzeugt bin, und zwar nicht nur auf gedanklicher Ebene, sondern auch emotional. Ich fühle es. Und das ist das, wo jetzt dann der Sprung kommt zu den Affirmationen und sich etwas vorstellen. Der Körper kann nicht unterscheiden, ob dein Zustand, den du jetzt visualisierst, ob der schon da ist oder erst in der Zukunft kommt. Wenn du jetzt diesen Zustand fühlst, denkt dein Körper, er ist jetzt da. Also dein Körper ist jetzt in diesem Zustand ein erfolgreicher Unternehmer. Und je öfter du dieses Gefühl in dir hast, diesen Zustand erzeugst, desto schneller wird dein Körper und nicht nur dein Körper, sondern auch deine Taten, deine Handlungen, da geht es dann wirklich bis ins Unterbewusstsein, desto schneller wird, ich sage jetzt mal, dann dein System dafür sorgen, dass du ein erfolgreicher Unternehmer wirst, weil außen und innen werden immer angeglichen aneinander. Und innen, also außen folgt dem Innen, ja. Und wenn du dein Innen ausrichtest auf das, was du haben willst, in dem Fall ein erfolgreicher Unternehmer, dann wird dein System dafür sorgen, dass es außen angeglichen wird. Geil. Und jetzt meine Frage, das Gap dazwischen sind logischerweise die einzelnen Taten, um dahin zu kommen. Korrekt? Ja, aber Weil, damit pass ist schon auf, pass wieder. auf, pass auf, Sekunde. Weil ich kann mir noch so viel erzählen, dass ich ein geiler Unter. Das ist wie, ich bin, ne, ich wiege 150 Kilo, bin 1,70 groß so oder 1,75 und sag mir, naja, ich will gerne ein 8-Pack haben und hätte gerne, würde gerne aussehen wie der Superbodybuilder. Ja, da kann ich das noch so viel visualisieren in meinem Hirn. Wenn ich die Taten nicht folgen lasse, dann werde ich da nie hinkommen. Ja, ist so. Es ist ganz einfach. Also du wirst da nicht hinter, weil nur deine Gedanken bringen dich da eben halt nicht hin. So, das wollte ich jetzt gerne mal Das habe eingeworfen ich auch haben. gerade nicht gesagt. Nee, nee, genau. Und Ich du will nur, dass die Leute erzählst das dir auch jetzt verstehen, wieder, ne? ja, aber du erzählst jetzt wieder eine Geschichte. Das Ja. heißt, was ich meine, ist, dass du das Gefühl dazu hast, wenn du selber dir, und da meine ich, da komme ich jetzt wieder auf die Morgenroutine, wenn du dir jeden Morgen als Beispiel 5 Minuten Zeit nimmst und dich hinsetzt und dir ganz bewusst das Gefühl, ich bin ein erfolgreicher Unternehmer, wie fühlt sich das an? Wenn du das Gefühl in dir erzeugst oder dich erinnerst an dieses Gefühl oder das visualisierst, wie auch immer, dann wirst du den Tag über in diesem Gefühl sein und du wirst handeln wie ein Unternehmer, wie ein erfolgreicher Unternehmer, du wirst fühlen wie ein erfolgreicher Unternehmer und dann geht es nicht darum, ich mache jetzt A, B, C und komme dann zu D, das ergibt sich dann. Ja. Weil du, also wenn du jetzt in deinem Beispiel, ich bin jetzt, habe 120 Kilo, will 30 Kilo abnehmen oder 40 Kilo. Und wenn ich so handle, wie als hätte ich 40 Kilo schon abgenommen, das heißt, ich mache jeden Tag Sport und ich ernähre mich gesund, dann bin ich irgendwann da. Verstehe ich. Aber das ist dann die Folge von meinen Handlungen und die Handlungen sind die Folge von meinem inneren Zustand. Und ich handle schon so, als wenn das Ergebnis da ist. Ich handle schon so als erfolgreicher Unternehmer. Und das ist Mindset. Das verknüpft mit dem inneren State, inneren Gefühl Und ich sozusagen stimme verknüpft. dir 110% zu. So funktioniert das auch. Nur ich will das nur ein bisschen also deutlicher herauskitzeln, weil ich ganz viel auch darüber rede. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich hätte nie gedacht, dass ich einen Marathon laufe. So, habe das jetzt mehrfach gemacht. So, hätte nie gedacht, dass ich irgendwann in meinem Leben mal einen Ultramarathon laufe. Habe ich jetzt auch einmal schon geschafft. Das ist jetzt nur ein Beispiel im Sportbereich. Ja, jetzt reden wir gerade über mich als Unternehmer, zukünftig, hoffentlich. Das hätte ich auch nie gedacht, aber ich habe mir das auch alles vorgestellt und habe dann so gehandelt, als wäre ich dann da. Ich benutze genau deine Worte, als wäre ich dann da, als hätte ich das Genau. schon geschafft, ja. Ja, Aber was ja. die meisten einfach nicht, also, beziehungsweise, das ist so stumpf eigentlich, die Taten müssen folgen. Also, das will ich eigentlich nur einmal herausstellen, weil die Leute sagen dann, ja, ich habe mir das doch so viel vorgestellt. Ich habe so viel visualisiert, weißt du, so, weil ich kenne das selbst aus der eigenen Familie. Ich nenne jetzt keine partiell irgendjemanden, aber Keine ich kenne Namen. das, ja, und auch von Freunden, die mir das auch erzählt haben. Naja, wenn ich daran glaube, so im Sinne von Law of Attraction mäßig, ja,
dann wird das schon irgendwie kommen und dann handle ich ja mit Sicherheit auch schon so, dass. Also weißt du, was ich meine? Es muss halt auch Handlung folgen. Das will ich nur einmal kurz Natürlich. herausgestellt haben. Natürlich, aber die Frage ist ja, welche Handlung? Und die Ja. Handlung spiegelt deinen inneren Zustand wider. Und du handelst anders, wenn du denkst, ich bin ein Versager, als wenn du denkst, ich bin ein erfolgreicher Unternehmer. Insofern, dein inneren Zustand, das ist der Schlüssel. Und wenn dein innerer Zustand ein erfolgreicher Unternehmer ist, dann wirst du ganz anders handeln. Natürlich muss die Handlung folgen. Man kann sich nicht zurücklehnen und sagen, ich habe jetzt visualisiert, hat nicht funktioniert. Und das ist immer dieser berühmte Lottoschein, ja. Ich bete, dass ich einmal im Lotto gewinne. Ja, aber wenn ich keinen Lottoschein ausfülle, wie soll ich dann im Lotto gewinnen? Ja, also insofern natürlich muss die Tat folgen, aber aus welchem Zustand erfolgt die Tat, die Handlung? Und diesen Zustand, der kommt zuerst. Sehr gut wegargumentiert. Ihr Lieben, wir machen noch mal wir machen noch mal eine kurze Pause, sind gleich wieder da, okay? Meine lieben Leute, wir sind wieder da. So, Anne, zurück zum Thema. Du hattest jetzt ein bisschen erklärt, wie ja, das Ganze funktioniert, wenn man, ich sag mal, ein besserer Mensch werden will, wenn man gesünder leben will, was man dafür zu tun hat. So, es ist ein bisschen praxisnah irgendwie erklärt mit einer Vision aufbauen und sich da wirklich reinfühlen und dann die Taten folgen lassen auf Basis dessen, wie man sich fühlt, wenn man diese Person schon ist, um dann eben dahin zu kommen, wo man hin will, um dann sein Leben zu verändern. Das ist natürlich schon sehr wie ich sagte, in der Praxis. Was ich extrem spannend fand, als ich eben die Bücher gelesen habe von Dr. Joe Dispenza, dieses Thema der Physik, wie das da reinspielt. So, ich fand das habe ich noch nie gehört vorher und wie das erläutert wurde, fand ich genial. Und vielleicht magst du da mal so ein bisschen drauf eingehen, wie das da in diesen Gesamtapparat reinpasst. Ja, es ist natürlich ein extrem weites Feld. Ja, insofern werde ich das jetzt mal so ein bisschen zusammenfassen. Es ist ja, wir wissen ja, es gibt ein morphogenetisches Feld, ja, und das war früher auch eher so in der esoterischen Ecke, aber Dr. Joe Dispenza hat da wirklich unglaubliche Arbeit geleistet, weil er das auch tatsächlich wissenschaftlich erläutert. Und wissenschaftlich greifbar macht, was da passiert. Also wir wissen ja die Atome, wie die zusammengesetzt sind. Das heißt, Atome bestehen aus Materie und aus Raum. So. Und der Anteil der Materie ist verschwindend gering. Das heißt, ein Atom und alles besteht ja, also alle Stift, Papier, Zettel, was auch immer, jede Materie besteht aus Atomen, ist aus Atomen zusammengesetzt. Und diese Atome schwingen. So, und je langsamer sie schwingen, desto mehr Materie ist es. Die Schwingung an sich bestimmt quasi den Grad der Materie. Sag, wenn du mir nicht folgen kannst, ja? Ich kann dir noch folgen, ja. Also ich sage zum Beispiel, ein Tisch, die Atome von einem Tisch, ja, die schwingen sehr langsam, weil ein Tisch ist Materie, hartes Holz, Stahl, was auch immer, Materie. So, aber Licht zum Beispiel schwingt anders, weil es nicht so greifbar ist. Ist halt eine höhere Schwingung. Oder Gedanken zum Beispiel. Gedanken bestehen aus, oder man kann das quasi, das ist elektrische Impulse quasi. Gedanken werden durch elektrische Impulse übertragen. So. Und jetzt, wenn ich zurückkomme zu den Atomen, die bestehen aus Materie und aus
leerem Raum, so nennen wir das. Mhm. Und die Materie besteht, also das Atom besteht zu, ich glaube, 1% aus Materie und 99,9% oder 99% aus Raum, also aus nichts, wo wir jetzt gerade noch nicht wissen, was das ist. Beziehungsweise Dr. Joe Dispenza sagt, das ist das unendliche Feld des reinen Bewusstseins. Ja. Das heißt, wenn wir jetzt mal das Verhältnis in den Atomen und alles, wie gesagt, besteht aus Atomen, wenn wir das Verhältnis sehen, verschwindend geringer Anteil Materie und extrem hoher Anteil an, an der An Raum. Energie, dem Feld, was dazwischen ist, an Raum. Und wir gehen davon aus in unserem täglichen Leben, dass die Materie die Welt ist. Es gibt nichts anderes. Dann haben wir eine kleine Realitätsverschiebung und das hilft mir ehrlich gesagt auch. Das hat mir schon als Kind geholfen, so schwierige Situationen zu meistern, weil ich mir immer sage, das, was ich hier sehe, ist nicht, ist nur ein Teil der Realität. Denn der viel, viel größere Teil der Realität ist für mich zwar spürbar, aber nicht greifbar. Und so verschiebt sich das Verhältnis. Ich hoffe, du kannst es so ein bisschen nachvollziehen oder auch die Ich kann Zuschauer. dir auf jeden Fall folgen, definitiv. Und ich glaube, die zuschauen, was die meisten sind, die werden das auch dadurch, dass du das eben auch körperlich gezeigt hast, also ne, so ein bisschen, werden das auch gut verstehen können. Ich korrigiere mich, wenn ich es jetzt falsch sage, aber ich versuche es mal nochmal in meinen Worten auszudrücken, damit ich dir auch weiterhin gut folgen kann. Ja? Die 1% ist quasi das, was wir hier überall um uns sehen, ja, tagtäglich erleben, alles, was du gesagt hast, Tisch etc. pp. Aber da ist noch so viel, 99%, was eigentlich da mitschwingt, mitläuft, wo wir null Plan drüber haben, was das denn eigentlich ist. Und das ist, korrigiere mich jetzt auch, wenn ich Quatsch erzähle, irgendeine Form von Energie, die beeinflussbar ist, die wir für uns nutzen können. Und das ist das Spannende an diesem ganzen Thema, ne? Weil Materie Genau. ist nur ein Teil unserer Realität. So, die Genau. Realität besteht aber aus, dahinter ist noch ganz, 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 ganz viel. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgedrückt. Ja, absolut. Okay, Da sehr hast du gut. recht. Und Gut. dieses, ja. Wie ist das? Kann man, wenn man jetzt da einen Schritt weiter geht, weil man muss das ja ein bisschen, man muss das erstmal auf sich sacken lassen, ne? Spult gerne ein, zweimal zurück, ihr Lieben, hört euch das nochmal an und nochmal an und nochmal an. Das muss man wirklich erstmal auf sich wirken lassen. So, wenn man das aber auf sich hat wirken lassen, dann kann man ja einen Schritt weiter gehen und dann eben die Frage stellen, wie kann ich denn dann diese 99% für mich nutzen, um diese 1%, das, was in meinem Leben, was ich normalerweise als Realität empfinde, zu verändern? So, kannst du da diesen Schritt einmal weitergehen, um den Leuten da zu helfen? Da geht es ja dann um die Energie, Ja, ja. genau. In was für einer Energie, und das kann man tatsächlich messen. Da gibt es ja mittlerweile die Kirlian-Fotografie, die Aura messen oder auch sichtbar machen kann. Das heißt, wenn ich in einem Zustand der Angst bin, dann verkleinert sich mein Energiefeld nach draußen. Und wenn ich im Zustand von Glück oder Verliebtsein zum Beispiel, ja, dann erweitert sich mein Raum und mein Energiefeld. So, das heißt, wie kann, und es wird stärker, genau. Und je kleiner mein Energiefeld ist, oder vielleicht auch gar nicht mehr gesamt, so, vielleicht hat es dann irgendwo Löcher, sage ich jetzt mal, desto mehr gehen wir in Richtung, oder sagen wir mal ganz vorsichtig formuliert, desto mehr wenden wir uns einer Krankheit zu. Das heißt, wenn ich mein Energiefeld stark halte, indem ich bewusst immer wieder mich daran erinnere, in welcher Energie, in welchem Zustand möchte ich sein, in einem ich bin ein erfolgreicher Unternehmerzustand oder ich bin ein Versager.
So, weil ich bin ein Versager, löst eine Energie in meinem oder wirkt sich auf mein Energiefeld aus. Das reagiert, geht in Schwingung mit, auch mit meinem Körper, mit meinen Zellen. Und das ist das Schöne. Meine Zellen empfangen ja Informationen von mir. So, also, Eine Sekunde, ich muss sagen, ganz kurz, ich will da nur unterbrechen, in dem Sinne, dass ich einmal kurz was herausstellen will. Das, was du gerade erzählst, diese Energie und dann eben in Schwingungen, die sich in Zellen, ich sag mal, setzen, ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber da sind wir bei 99% für alle, die jetzt zuhören und zuschauen. Ey, da befinden wir uns gerade, ne? Wie man das für sich nutzen kann, wie das zusammenhängt. Jetzt darfst du weitermachen. Aber ich glaube, Okay, ja, ich bin man manchmal muss so ein wirklich, bisschen. das ist sehr schwierig zu verstehen, wenn man das erste Mal hört. Ich will da nur einmal eingreifen. Ja, bitte weiter. Ja, vielen Dank, weil ich bin ja so in meinem Thema Klar, drin. klar, klar. Insofern ist es schon ganz gut, dass du das ergänzt. Genau, aber es geht auch um elektrische Impulse, weil, wie Ja. gesagt, die Gedanken und die Informationen, die vom Gehirn ausgehen in den ganzen Körper, wird durch elektrische Impulse weitergegeben. Synapsen und so weiter, das Ganze, ja, das würde jetzt auch zu weit führen. Aber deswegen ist es so wichtig, dass wir, und Elektrizität ist ja auch eine Form von Energie, Ja. deswegen ist es so wichtig, dass wir gucken, in welchem Zustand bin ich. Also mit Zustand meine ich jetzt, wie fühle ich mich? Weil Gefühle sind auch messbar. Und alles, was messbar ist, nee, stimmt nicht. Auch alles andere, aber das hat Auswirkungen auf unsere Physis, auf unsere Zellen und damit auf unseren Körper. Das heißt, wenn ich ständig in mich beschweren, ja, also das sind auch so Zustände, die ich jetzt in den letzten Monaten, Jahren häufiger habe, Ja. der ist dafür zuständig der sollte das machen und der hat das nicht gemacht und das ist doch alles so scheiße und so. Also, wenn ich in diese Energie gehe, mich beschwere, ich Ja, meine, und ja. die deutsche Sprache ist schon eine tolle Sprache, Ja. beschwere von schwer, ja. Wundervoll. So, Ja. was macht es mit mir? Ja. Ja, also ich fühle mich schwer, es wird gedrückt, vielleicht der Körper beugt sich so nach vorne, weil ich trage etwas auf meinen Schultern. Also es ist genial, was dann im Körper passiert. Ja. Der reagiert einfach, ja. Und das können wir natürlich in die eine wie in die andere Richtung nutzen. Das heißt, wenn ich jetzt mich erfolgreich fühlen möchte, wie du jetzt schon sagst, der erfolgreiche Unternehmer, hat das eine unmittelbare Auswirkung auf meine Zellen. Also meine Zellen kommunizieren mit mir, beziehungsweise umgekehrt, ich kommuniziere natürlich auch mit meinen Zellen, bewusst und unbewusst. Ja. Unbewusst, Gott sei Dank, weil ich kann nicht bewusst meinen Herzschlag steuern oder meine Verdauung. Da Ja. bin ich auch sehr froh drum, dass der Ja. Körper das alleine regelt, ja. Ich kann natürlich Einfluss durch meine Ernährung, durch Sport, dann wird der Herzschlag höher und so weiter, natürlich. Aber ich meine jetzt direkt macht der Körper das selber. Ja. Und es ist gut so, ich kann bewusst Einfluss nehmen auf die Zellen, wie sie arbeiten. Und das geschieht halt unter anderem durch elektrische Impulse. Und da kann ich Einfluss drauf nehmen. Ich komme immer von Höchstgen auf Stöckskin, deswegen hol mich dann, fang mich wieder ein, Das wenn ich die ist Frage nicht ich beantworte. ne, alles gut. Ich glaube, dem konnte man folgen. Also Okay. es ist Wahnsinn, ne? Das mich fasziniert das so ungemein. Einfach wirklich. Jedes Mal, wenn ich das höre, oder auch mal als Beispiel, jetzt ich drifte ein bisschen ab, aber wenn ich das in irgendeinem Podcast höre, ja, oder wenn ich das Buch gelesen habe, oder ich lese es nochmal, oder ich höre dir jetzt zu, das ist einfach unfassbar faszinierend. Und vor allem, dass man das mittlerweile durch die heutige Technik beweisen kann, dass das Ja, funktioniert. Ja, genau. das ist für Ja. mich einfach, das muss man erstmal begreifen. Das heißt, also, weil für mich ist das immer, ich bin ein sehr simpler und einfacher Mensch. Ich sag's dir, wie es ist, Anne. Ja, ich halte nicht viel davon, Dinge immer so komplex aufzuplustern, sodass das keine Sau mehr versteht und keiner weiß eigentlich, was soll damit gesagt werden, sondern ich mag das, wenn es relativ einfach und stumpf ist und man da irgendwie was dann eben für sich draus ziehen kann. Und wenn man das einmal begriffen hat, was du da gerade erzählt hast, dieses ganze Thema der Physik und Materie mit 1% und 99% ist noch dahinter, das ist aber beeinflussbar, wirkt sich auf Schwingung aus, auf Elektrizität, auf weiß der Geier was alles noch, ja, ich kann es nicht alles nochmal wiederholen. Und das dann
wirkt sich dann auf deinen Körper aus und auf dein Handeln aus und dann effektiv auf deine Zukunft aus. Das ist einfach, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, aber das funktioniert. Das ist das Geile daran. Deswegen Ganz war ich genau. auch so unfassbar hyped, bevor wir hier heute losgelegt haben, dass du da bist, weil das einfach genial ist. Sorry, aber man merkt das, glaube ich, auch, dass da mein Herz aufschlägt, wenn ich sowas höre. Sehr schön, ja, Wenn kann man ich jetzt, nachvollziehen. ja, wenn man jetzt mal davon ausgeht, bleiben wir bei mir, okay? Und ich sage, hey, ich möchte in der Zukunft gerne ein erfolgreicher Unternehmer sein und ich möchte ein Unternehmen aufbauen oder Unternehmen aufbauen, wie auch immer. Und ich versuche mir diese Vision oder ich baue mir diese Vision auf, ich versuche mich da reinzufühlen, ich mache das alles und ich lasse eben halt auch versuche Taten folgen zu lassen, weil effektiv kommst du da sonst halt nicht an. So. Ich glaube, wir haben alle, Doch, ja. da an der Stelle muss ich dich unterbrechen, weil die Sprache ist so, so machtvoll und ich bin auch ein Verfechter der Sprache. Also ich bin, höre da sehr genau hin und Ja. du hast gerade zweimal gesagt, ich versuche. Das macht es schon schwach. Das schwächt quasi das Ergebnis ab. Wenn ich sage, ich versuche mich reinzufühlen oder ich fühle mich rein. Spür einfach mal rein. Was ist der Unterschied? Was fühlt sich für dich kraftvoller an? Ich versuche es oder ich Ja, mache klar. es? Klar. Insofern, da musste ich jetzt gerade sofort rein, ja, damit ich diesen Aspekt nicht wieder vergesse. Das ist völlig okay. Achte auf deine Sprache. Also, in dem Fall jetzt versuchst du es oder machst du es? Und da merkst du dann, du hast gerade auch schon vor längerem im Gespräch gesagt, irgendwann werde ich dann ein erfolgreicher Unternehmer, hoffentlich. Damit machst du es auch schwach. Ja. Entweder ich werde ein erfolgreicher Unternehmer oder nicht. Entweder ich stehe dazu oder nicht. Und wenn du zu 100% dahinter stehst, dann hoffst du nicht, sondern du bist es Ja, einfach. du bist genau. Und geil, dass du, danke, dass du das sagst. Danke. Weil jetzt komme ich nämlich zu meiner Frage. Und darauf wollte ich gerade hinaus. Jetzt haben wir alle als Menschen, glaube ich, den Drang dazu, eben auf Basis unserer Erfahrung oder weil wir es eben noch nicht sind und weil es schwierig ist, sich vielleicht diese Dinge wirklich vorzustellen. Hey, ich will mal ein dickes, fettes, was auch immer die Menschen sich wünschen. Ja, jeder hat andere Wünsche und Träume. Aber sagen wir mal, ich will ein erfolgreicher Unternehmer sein. Ich bin das, ja. Aber du bist ja noch nicht da. Das heißt, wir hadern natürlich dann immer wieder mit uns, weil man diese 1%, von der du gerade gesprochen hast, das ist ja noch nicht manifestiert. Es ist ja noch nicht da. Weißt du, jetzt ist meine Frage an dich. Welche, und da kommen wir jetzt zu Tools und Doings und Tricks vielleicht, oder das Handeln als solches, was man machen kann, um das in Bewegung zu bringen. Weißt du, wie ich meine? Weil du hast ja an meiner Aussprache hast du gemerkt, ich bin offensichtlich noch nicht, auch nicht im Kopf, noch nicht da. So. Und damit struggle ich, sage ich dir, wie es ist. Jetzt ist meine Frage, was kann ich denn da besser machen? Was kann ich denn da tun? Ja, und wenn ich sage Ja. ich, dann bitte auch der Zuhörer und Zuschauer genau dasselbe. Ihr seid damit genauso gemeint. Was kann man denn jetzt tun? Und da bist du ein super Beispiel dafür, wie du dir selber Steine in den Weg legst, um dieses Ziel, ein erfolgreicher Unternehmer zu werden, nicht zu erreichen. Okay. Das hört sich jetzt sehr schockierend an, aber Gar nicht. Gar nicht. Sorry, gar noch, nicht, weil ich okay. bin wirklich nicht, gar nicht, weil ich gib mir die Lösung dafür. Das ist eher so mein Gedankengang. Gib mir die Lösung. Also pass auf. Du machst das, 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 ja? Ja, das ist das, was die Menschen wollen, so doof das klingt, aber genau das Ja, möchten die natürlich. meisten, ne? Kochrezept. Aber Ja. letztendlich, sonst wäre ja jeder erfolgreicher Unternehmer. Klar. Aber was ich dir jetzt sagen kann, ja, du tust so, als wenn du noch etwas tun musst, um erfolgreicher Unternehmer zu sein. Das heißt, du glaubst dir selber noch nicht, dass du ein erfolgreicher Unternehmer bist, weil du musst ja im Außen erst das und das haben. Und solange du das glaubst, Wird das nicht wirst du nie in eintreten? diesen Zustand kommen. Okay.
Das heißt, ist Das das auch eine, das hat dann auch was mit der festen Überzeugung zu tun, dass man das, dass man da hinkommt. Ist das auch ein Teil davon? In deinem Fall ist es die feste Überzeugung, dass du es bist, dass du von deinem Typ her ein erfolgreicher Unternehmer bist. Und das wirst du im Außen jetzt beweisen. Und das ist wieder das, was ich meinte, zuerst der innere Zustand und dann folgt das Außen. Das heißt, ein erfolgreicher Unternehmer misst sich nicht daran, ob er 10, 20, 30 Unternehmen hat mit 100.000 Mitarbeitern, sondern wie er sich fühlt, ob er in seiner DNA das Unternehmertum Wow, hat. ja. Wenn du glaubst, erst wenn ich 10 Unternehmen aufgebaut habe, dann bin ich ein erfolgreicher Unternehmer. Ja, was bist du denn bis dahin? Ein Versager? Und wenn du glaubst, du bist ein Versager, wie willst du denn dann 10 Unternehmen aufbauen? Klar. Verstehst du, wie du dich da selber Ja. manipulierst und Ja. beziehungsweise so bremst, dass du selber gar nicht zu deinem Ziel kommst? Geil. Und das stimmt. Stimmt. Und der Witz an der Sache ist der, ich kann mir vorstellen, dass Zuhörer und Zuschauer jetzt vielleicht, wenn sie das auf sich selber beziehen, nicht auf ja, Unternehmer sein beziehen, sondern auf was völlig anderes beziehen. So, ich will mal in der Zukunft eine gute Mutter sein oder ich will ein der beste Lehrer in der gesamten Region, ach, keine Ahnung, du weißt, was ich meine, ne? Also, wenn man das auf sich selber bezieht und sich dann wirklich mal hinterfragt, wie spreche ich auch darüber? Und du hast mich gerade zweimal darauf genau hingewiesen. Das ist kraftvoll. Auf jeden Fall sehr, sehr kraftvoll. Okay, ich muss es einmal ganz kurz sacken lassen. Wenn wir jetzt, oder beziehungsweise wir gehen einen Schritt weiter, ich lasse das mal da im Und das, Nachgang nochmal sacken. ich Ja? wollte gerade sagen, lass es jetzt sagen, weil das ist Transformation. Und bei dir, das machen wir jetzt gerade live, ja, bei dir passiert gerade was, weil ich was angetriggert habe bei dir, wo du merkst, oh, stimmt. Und das ist Transformation. Das ist Ja. nicht, ich lese jetzt ein Buch und lerne, wie Epigenetik passiert oder lerne, wie Unternehmer sein ist, sondern ich erfahre es gerade. Das ist Transformation. Ja, ihr Lieben, ihr habt ein geiles Beispiel dafür, wie das funktioniert. Und ihr dürft es an mir sehen. Ich habe mich immer zur Verfügung gestellt. Okay. Wie gehen wir trotzdem noch mal einen Schritt weiter? Im Daily Doing. Was sind Handlungen neben der Visualisierung, dass man sich da erstmal rein, also dass man das visualisiert, sich reinfühlt und wirklich sagt, dass man diese Person ist, jetzt schon und sich auch jetzt schon fühlt wie diese Person oder ein Erlebnis in der Zukunft, was man unbedingt machen will, dass man sich genau da reinfühlt, da bin ich schon, ich habe das gemacht, damit das dann auch eben auch eintritt. Was gibt es da noch für Dinge, die du irgendwie Leuten an die Hand geben kannst, damit das ein bisschen greifbarer wird? Also auch, ich sag mal, ich nenne das immer gerne actionable steps. Also was kann man schrittemäßig tun, um da vielleicht rangeführt zu werden? Weil ich kann mir eben vorstellen, so war es bei mir am Anfang auch, dass ich das extrem hinterfragt habe. Selbst wenn, das ist ja der Witz immer an der Sache, du kannst den Leuten noch so viel Daten und wissenschaftliche Dinge an die Hand geben und sagen, so und so ist das. Wenn der Mensch da selber nicht daran glaubt und das erfahren hat, dann ist ihm das völlig Latte und dann ich kenne das von mir. Du kannst mir so viel erzählen, wie du willst, aber es ist nicht meine Realität so ungefähr, ne? Jetzt meine Frage an dich, was kann man denn machen, um da vielleicht wirklich ein bisschen rangeführt zu werden? Weil es nun mal, wiederhole mich da, einfach beweisbar ist mittlerweile, dass das funktioniert. So, jetzt kommst du. Naja, letztendlich hast du dir die Frage jetzt gerade schon selber beantwortet. Das heißt, wie viele Beweise brauchst du noch, um loszugehen? Und ich kann dir die Erfahrung nicht abnehmen, die musst du selber schon machen. Das heißt, wie viel Verantwortung bist du bereit, für dich selber und für deine Ziele zu übernehmen? Und dann geh los. Den Weg habe ich erklärt. Der Weg
ist der Weg. Jetzt ist nur die Frage, übernimmst du Verantwortung für dich und für deine Ziele und gehst du los? Lässt du deine Zweifel, wenn du jetzt sagst, ah, das funktioniert bestimmt nicht und ah, nee, das ist mir zu umständlich und was auch immer, das ist dein Kopf, der dich jetzt davon abhält, in deine Größe zu kommen. Der dich lieber in deiner Komfortzone halten möchte. Und Komfortzone heißt nicht, dass es super ist da, sondern einfach nur komfortabel. Und es kann auch unbequem sein, oder unangenehm, nicht unbequem. Es kann unangenehm sein, aber es ist bequem, weil ich muss nichts tun, ich muss nichts verändern, ich muss nicht raus aus meiner Komfortzone. Und insofern, was hast du zu verlieren? Probier es doch einfach aus und dann siehst du es selber. Ich kann dir jetzt erzählen, was ich will. Ich kann dir 1000 Statistiken sagen und 1000 wissenschaftliche Beweise geben. Aber es nützt nichts, wenn du es nicht tust. Und die Verantwortung liegt bei dir selber, bei keinem anderen. Und dann wirst du selber sehen, ob es für dich funktioniert oder nicht. Ich weiß es nicht. Es funktioniert vielleicht für alle anderen, nur für dich nicht. Keine Ahnung. Und das kannst nur du selber erfahren, indem du es tust. Einfach, und da formuliere ich dann immer, probier es aus. Weil ausprobieren hat eine gewisse Leichtigkeit. Und nicht, ich muss das jetzt machen. Ja, das erzeugt dann schon wieder Druck. Aber wenn du es ausprobierst, dann hast du es ausprobiert. Dann sagst du dir, okay, ich habe es ausprobiert, war nix. Oder, yeah, genial, es war was. Okay, lass uns nochmal einen kleinen Drift machen zu Vastu-Architektur. Weil das habe ich hier noch bei mir stehen. Was ist das? Habe ich noch nie von gehört. Was ist das? Wie nutzt du das für dich? Wie baust du das bei dir in deinem Coaching ein? Also, Vastu-Architektur ist eine alte indische Wissenschaft, also vedische Wissenschaft, kommt aus den Veden, so wie der Ayurveda. Ja, und das ist die Wissenschaft von der Energie im Raum. Und die geht davon aus, dass du quasi, sobald du vier Wände aufstellst, entsteht ein Raum. Also, was heißt vier Wände mit oben, mit Dach, Boden so, entsteht ein Raum. Und in dem Raum lebt ein lebendiges Wesen. Also Wesen. Und wenn wir das jetzt wieder mit den Atomen, mit dem leeren Raum und der Materie haben, dann kann man das darauf auch gut übertragen. Und diese Energie schwingt in einer gewissen Art und Weise. Und diese können wir beeinflussen. Das heißt, ob jetzt der Raum so groß ist oder so groß, hat einen unglaublichen Unterschied und wirkt sich aus auf, also da gibt es natürlich noch viel komplexere Sachen, aber jetzt nur ganz vereinfacht, er wirkt sich aus auf meine Gesundheit, auf meine Beziehungen, auf meinen Wohlstand, auf meine sozialen Interaktionen, was auch immer. Also er wirkt sich auf meine ganzen Lebensbereiche aus. Das heißt, in der Vastu-Architektur ist man in der Lage, ein Haus zu bauen, oder ja, ein Raum, ein Haus, der dich persönlich maximal in allen Lebensbereichen unterstützt. Und wie sieht das konkret im Doing aus, wenn man sich so ein Haus baut? Also es werden quasi für dich, es wird dein Horoskop in dein Horoskop geschaut und aufgrund dieser Angaben in dem Horoskop wird quasi ein Maß berechnet für dich, was ideal ist. Und wenn man jetzt sagt, das ist alles Humbug, ja, das ist quasi berechnet. Man kann sagen, und da geht es wirklich um Zentimeter. Das heißt, für den einen könnte ein Zentimeter schon Unglück bedeuten und für den anderen nicht. Und wenn das jetzt viel zu weit ist, wo du sagst, hä, wie kann das denn sein? Dann gebe ich dir ein Beispiel, wenn du jetzt in einem Raum einen Ball auf den Boden wirfst, der dann quasi an die Wand ditcht. Ja, da macht ein Zentimeter schon sehr viel aus. Der ditcht anders von der Wand wieder zurück. Und das kannst du übertragen auf die Energie, die in diesem Raum sich aufhält. Okay, verstehe ich. Verstehe Das ich. Und heißt, insofern ist ein Zentimeter schon sehr, sehr viel. Und diese Maße kann man berechnen, was ist ein für dich förderliches Maß in dem Raum, wo du glücklich wirst, jetzt mal ganz
ganz platt formuliert. Ja, aber diese Plattheit, ich sage ja, ich mag diese Einfachheit. Okay, das heißt, man kann berechnen, so doof das jetzt, ich hoffe, ich verstehe es richtig. Man kann für sich berechnen lassen, wie weit ich in den verschiedenen Lebensbereichen gehen kann, sollte, oder was ich da so machen sollte, um ein für mich optimales, in Anführungsstrichen optimales, glückliches Leben zu führen. Ist das richtig verstanden? Nein, da geht es nicht um Handlung. Okay. Einmal geht es nicht um Handlung. Haha, okay, ja. Die einzige Handlung ist, das Haus zu bauen, ja, aber du lebst dann da drin und das Haus unterstützt dich. Natürlich lebst du und handelst du, klar, aber das Haus unterstützt dich und Kunden von mir, die haben gesagt, also das ist wie so ein Auftanken, wenn sie durch die Türschwelle in das Haus hineingehen und sie schlafen viel besser, was ja Schlaf ist auch extrem wichtig, ist auch ein epigenetisches Thema. Es ist wie eine Tankstelle. In dem Haus können sie auftanken und wenn sie dann, und dann sind sie bereit und kraftvoll und stark genug, um dann, wenn sie aus der Haustür wieder rausgehen, dem Leben zu begegnen, jetzt im wahrsten Sinne des Wortes. Okay, also es ist, wie du schon sagst, keine Taten, sondern es ist was, was man sich im Kopf baut. Ein Haus, was man sich im Kopf baut und wo man dann eben drin rumwerkelt, drin rumgeht. Auch Nein, nicht. es ist Auch ein nicht. physisches Haus, was man baut. Es ist ein Aha. echtes Haus. Okay, jetzt habe ich Das hat dich. nichts mit hier zu tun. Geh mal raus aus dem Kopf. Ja, okay. Okay, ja, Nein, muss, nein, ja. das ist Architektur. Das ist gut, dass du sagst. Nein, es ist wirklich ein physisches Haus, was man baut. Ja, wie so ein Modell. Also wirklich ein Modell. Na, Nein, wo du drin lebst. okay. Ich weiß nicht, ob ich versuche dir zu folgen, aber also quasi da in deinem Haus, in dem du jetzt, was man im Hintergrund sieht, das ist dieses Modell für dich im Prinzip. Korrekt? Nein, das hat nichts mit Modell zu tun, Okay. sondern du baust, also die Leute kommen zu mir und wünschen, wenn sie ein Grundstück haben zum Beispiel, ja, Ja. kommen sie zu mir und sagen, okay, Anne, bau mir ein oder plane mir ein Haus, was ich darauf stelle, was für mich ideal ist, damit ich darin Wohlstand, Glück, Liebe erfülle, Okay. erreiche. So, Okay. und dann arbeite ich mit dem Architekten zusammen. Also es ist wirklich ein anderes Thema als Coaching. Ja, Ja, das okay. ist auch separat zu sehen von dem Okay. Coaching. Das ist Okay. ein ganz anderes Thema, aber es geht wieder um den Menschen. Und da ist für mich jetzt die Schnittmenge und die Okay. Verbindung. Ja, Ja, deswegen war der verstanden. Sprung vielleicht jetzt ein Jetzt bisschen habe weit. ich es. Ich hatte immer noch den Blickwinkel aufs Coaching und dachte, da in die Richtung muss man irgendwelche Häuser bauen, ob jetzt aktiv oder im Kopf Ach oder. so, Okay, jetzt habe nein, ich es. nein, Jetzt nein, habe ich nein, es. nein, Okay. nein, nein, nein. Es ist Ja. keine Methode, die man im Coaching anwendet, sondern es ist quasi auch wieder etwas, was den Menschen in seine Größe bringt, aber diesmal auf eine ganz andere Art und Weise, nämlich im Häuser bauen. So, also ganz wirklich im wahrsten Sinne Häuser bauen. Und ich arbeite dann mit den Architekten zusammen, weil die erstellen dann den Grundriss und das Ganze, was dann erstellt werden muss. Aber ich arbeite mit denen zusammen und sage, okay, da wäre gut die Küche und da das und dann so die Maße und so weiter. Okay, spannend. Mega spannend auch wieder. Okay. Anne, lass uns mal das Ding hier so langsam zum Ende bringen. Also ich weiß jetzt schon, ich werde dich definitiv nochmal einladen, weil ich habe noch so viel hier. Das ist kein Scheiß. Ich habe noch Sehr gerne. so viel. Würde mich extrem freuen, wenn du wiederkommst, damit man die verschiedensten Themen nochmal detaillierter und in der Tiefe beleuchten kann. Auch was du sagtest, Ernährung, Schlaf, was es da noch so alles gibt, was man da machen kann. Was sich dann ja vielleicht auch wieder auf das Thema Führungsperson oder auf Unternehmer als solches, wie sich das auswirkt. Ich will da noch mehr dich ausquetschen. Aber zum Gerne. Abschluss, willst du vielleicht noch einmal erstmal ganz kurz sagen, wo man dich findet? Also, ne, über welche Kanäle findet man dich? Ich bin bei LinkedIn. Dann habe ich eine Webseite www.anergie.de, also mit Doppel-N, wie mein Name, Anergie mit IE. Und auf Facebook bin ich auch. Anergie heißt meine Seite. Und dann Instagram Anergie-Coaching. Super, perfekt. Also, das tue ich auf jeden Fall schon mal unten rein in die Description. Und jetzt zu guter Letzt, und das mache ich auch immer noch mal wieder gern, hast du den Leuten da draußen noch was zu sagen?
Was willst du gern loswerden wollen? Seid wohlwollend zu euch. Geht achtsam mit euch um. Und ja, ich glaube, wenn das jeder für sich beherzigen würde, dann hätten wir keinen Krieg in der Welt. Ja, ich glaube, es ist ein guter Abschluss. Das belassen wir mal so. Normalerweise gebe ich immer einen Senf auch immer noch mal ab. Ich lasse das heute mal, weil ich habe so ein bisschen was zu verdauen. Sehr schön. Ich würde sagen, damit machen wir hier einen Abschluss. Ihr lieben Leute, ihr wisst ja, wenn es euch gefallen hat, ja, wenn ihr irgendwas daraus ziehen konntet und ich weiß nicht, wenn heute nicht, wann dann, dann gerne ein Like hinterlassen, kommentieren, teilen und gebt das weiter an Freunde und Familie, würde mich extrem freuen, ja. Und ansonsten, ihr wisst, ich habe euch alle lieb, ich wünsche euch nur das Beste. Ich würde sagen, wir sehen und hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.